Ja, ein kleines Vorwort vorweg. Und zwar haben sich so viele Leute immer wieder die Randomizer-Runs auf YouTube auch gewünscht und nicht nur auf Twitch. Und deshalb haben wir jetzt gedacht, machen wir, kein Problem, ab sofort immer mal wieder Randomizer aus dem Stream, jetzt auch auf YouTube. Und wir starten nämlich mit dem besonderen Stream, wo Rahlen Tank hier, ein absoluter Experte, mit im Voice war und ein paar Tipps gegeben hat. Und ja, das ist der Start der Reihe von den Randomizer-Runs jetzt auch auf YouTube. Ich sage viel Spaß und ich hoffe, ihr lernt noch ein bisschen was vom Rahlen, der ein paar sehr gute Tipps im Voice hat. So, da sind wir. Also, ich habe es gerade schon mal gesagt. Was ich ja jetzt vorhabe, ist, dass ich schon, dass du mir nicht einfach alles blöd vorsagst, ne? Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern eher, ich glaube, ich fände es schlau, dass ich es erstmal so spiele, wie ich spielen würde. Und du jedes Mal, und das hast du ja sonst auch immer schon so schön im Chat gesagt oder gemacht, wenn du irgendwie denkst, so, das oder das, ich hätte jetzt vielleicht das gemacht und dann können wir viel besser darüber quatschen, warum das jetzt an der Stelle vielleicht sinnvoller wäre. Und ich habe direkt einen Ansprechpartner im Voice, wenn ich mal mich frage, ist es jetzt besser, das zu machen oder das? Das war auch so ungefähr der Gedanke. Ich würde vielleicht so ein bisschen vor manchen Entscheidungen vielleicht vorgreifen und sagen, Ja, klar. ja, welche Gedankengänge vielleicht im Vorhinein Ja. passieren, oder halt Optionen zur Verfügung stellen, falls die halt nicht unbedingt eindeutig sind. Ja. Aber ja, generell ist es dein Ziel und deine Entscheidung. Ja. Und auch wenn ich natürlich hier der Experte in Anführungszeichen bin, meine Entscheidungen müssen ja auch nicht immer unbedingt richtig für den Seed sein. Das ist ja das Schöne und auch immer manchmal nicht so schön am Rando. Du So ist weißt es ja es. nicht. Ja, geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und feel free. Also kannst immer rein natürlich, ne, wenn du sagst, mach mal das, lieber das oder was auch immer. Feel free. Das geht easy. Cool. Dann, wie gesagt, ich lasse jetzt einen Timer mitlaufen, aber vielleicht würde ich auch an der einen oder anderen Stelle auch mal einfach ein bisschen stehen oder damit wir uns über eine Situation unterhalten oder so. Also der Timer spielt jetzt eigentlich gar keine große Rolle, aber ich lasse trotzdem mal einen Timer mitlaufen. Und hier geht es jetzt wirklich auch nicht darum, maximal schnell durchzukommen, weil jetzt der Rahlen im Voice, also das ist jetzt ja null. Es ist eher ein lehrreicher Stream für mich und für alle, die auch noch lernen wollen. Gut, dann starte ich jetzt mal rein. Und da ging es ja schon direkt los, schon beim letzten Mal eigentlich mit der kleinen Diskussion, was ist ein schlauer Start oder was ist zumindest das, was gerade am populärsten ist. Und das ist ja so, wie ich es mitbekommen habe, tatsächlich in der Kathedrale zu starten und nicht dieses komische Hausding da zu machen, was ich mache, ne? Ja, also es gibt im Prinzip die zwei Startvarianten mit Sank-Start und Onkel-Start. Das, was du jetzt die letzten zwei, dreimal gemacht hast, mit dem Start in linkes Haus und dann zu Sank, ohne zum Onkel zu gehen, kommt auch ab und zu mal vor bei einem eingestreut, aber generell ist das halt auch, ja, es ist halt ein extra Safe and Quit für einen Check, den du meistens sowieso dann relativ schnell danach machst Ja. und es gibt halt nicht so viele Vorteile der Art, aber es gibt Vorteile, die er haben kann. Also da muss man halt immer für sich selbst so ein bisschen wählen oder ein bisschen sehen, ja, welchen Start möchte man jetzt bevorzugen? Möchte man halt zum Onkel starten, was eben halt höhere Wahrscheinlichkeiten auf Bomben für Kakariko gibt? Ja. Oder geht man eher auf den Zank-Start, der effizienter ist, falls man alles bekommt, was man will, aber halt eben auch mehr Risiko hat, dass man ohne Geld oder ohne Bomben in Kakariko anfangen muss Ja. und dann halt vielleicht andere Sachen vorher machen? Genau. Ich werde jetzt aber mit dem Seng starten. So, Autotracker läuft. Gut. Dann gehe ich jetzt mal rein und wir gucken einfach mal, wohin uns das Ganze führt. Let's go. So, ein Herzteil. Das ist schon. Na, machen wir hier den Compares richtig. Zack. Okay. Genau, die. Item. Warte kurz, die Boots in den ersten 27. Ja, das spielt natürlich keine Rolle, ob jetzt der Rahlen dabei ist oder nicht. Der findet die Boots auch nicht schneller. Vielleicht schon! Obwohl, er könnte sie theoretisch bestimmt schneller finden. Könnte sie schneller finden. Ich Ja. habe es aber auch schon geschafft, komplett an den Boots Ja. vorbeizurennen. Also ich habe da wirklich einen Ladder Race sehr schön in Erinnerung, wo ich halt von Anfang bis Ende die perfekte Route gespielt habe und dann am Ende feststellen musste, dass ich mit 6 Minuten gegen meinen Gegner verloren hatte, weil er einfach zum Onkel gegangen ist und die Boots abgeholt hat. Ja. Okay, das war jetzt schon mal ziemlich lucky, sag ich mal, ne? Full Auf Magic jeden Fall. und Red Rupees im Baum und hier sogar Feen in der Krabbe, auch nett zu wissen. Das ist, ja, Ja, praktisch. tatsächlich die Feen in der Krabbe nicht so sehr praktisch, weil da, wo man die Feen eher braucht, sind in der Regel keine Krabben. Ja. Und da haben wir einen Bumerang gesehen, einen Bloomerang. Genau. Das heißt, Den wir brauchen brauchen wir eigentlich. erstmal überhaupt nicht.
Ja, aber schon für den Sank-Start auf jeden Fall schon mal schön, 80er Rubine im Tier 1 Tripool zu haben. Könnte man sich hier sogar noch einen zweiten holen, falls man jetzt einen Gegner gekillt hatte. Da, ja gut, ich bin mir nie sicher, wo der ist. Hier unten direkt der Baum links neben dem Ausgang. Das ist jetzt auch sehr schön hier. Und ja, mit den Tiers, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Wenn ich jetzt noch einen Gegner killen würde, wäre dann nicht der Tripool ein anderer? Nein, die Tripool wird jedes Mal, wenn du einen machst, resettet. Der Counter fängt dann wieder bei 0 an. Das heißt, wenn du versuchst, einen zweiten Tripool direkt nach dem ersten zu machen, ohne einen Gegner getötet zu haben, dann passiert einfach gar nichts. Wenn du wieder einen Gegner tötest, hast du wieder einen Tier 1 Tripool. Gibt drei Tiers. Jetzt läufst du halt schon vom Baum weg, ist aber auch nicht so schlimm. Ach so, stimmt. Ich will es mal einmal ausprobieren, genau, und wissen. Der ist hier links direkt von diesem Ausgang. Genau. Du hast jetzt keinen Gegner gekillt, deswegen ist da kein Tripool. Womit wäre das gut hier in der Situation? Du kommst ja von oben an dem, wenn du von Lumberjack kommst, dann kommst du ja an dem, hier an diesem komischen. Ich mach's ruhig, mal. Wie gesagt, die Zeit spielt gar keine Rolle. Und dann nimmst du jetzt hier am Ende dieses Viererbüschels Gras, an dem du als erstes vorbeikommst, den letzten mit, wirfst ihn auf den Grün und holst dir dann noch einen zweiten Busch von denen weiter oben. Nee. Den solltest du als zweites haben. Okay. Der erste kommt der hier, wo du gerade. Ja, gut. Ganz am Ende dieser Viererreihe. Achso, den hier. Dann wirfst du den nämlich nach links, der hier gegen den Baum. Und du kommst halt hier am zweiten dann direkt. Kannst den zweiten da noch mit reinwerfen. Ist effizienter. Okay. Ja, spannend. Jetzt wann resettet jetzt nochmal der Counter für die Gegner? Quasi so, wenn ich weiß, dass der Tripool praktisch ist. Ja. Okay. Dann hättest du jetzt halt hier einen weiteren Tier 1 Tripool. Du hast jetzt zwei Gegner getötet seitdem. Ja. Das heißt, du bist immer noch im Tier 1. Ne? Ist halt praktisch, wenn du weißt, dass der Tier 1 gut ist. Für Geld auf jeden Fall wichtig. Auch zu merken, für Sora wäre das halt eine gute Möglichkeit, Geld zu farmen, falls wir halt keine Handschuhe finden. Weil dann sind unsere Farmmöglichkeiten eventuell limitiert. Ja. Okay, stimmt. Aber auch für extra Bomben oder so ist es immer praktisch. Ja. Und es gibt noch zwei weitere Tiers. Es gibt den Tier 2 und den Tier 3 Tripool. Tier 3 Tripool bekommst du, wenn du nach dem Start oder nach dem Tripool Reset 4 Gegner tötest, ohne Schaden zu nehmen. Mhm. Tier 2 bekommst du, wenn du 4 Gegner tötest und dabei Schaden nimmst. Okay. Aber das ist ja im Prinzip niemals wichtig, oder? Es kann gerade beim Sankstart wichtig sein, weil wenn deine Buschkrabbe und dein Tier 1 Tripool halt einfach nichts haben, was du brauchst, also Pfeile, Magie oder einzelne Rubine, damit kannst du halt nichts anfangen. Ja, na klar. Und wenn du dann noch im Wald einen weiteren anderen Tripool kriegen kannst, der halt andere Sachen beinhaltet, hast du eine zusätzliche Chance auf Geld oder Bomben. Ja, gut. Diese Blue Rupees, ich nehme die immer mit aus den Pitten da. Ist das eigentlich Quatsch, weil ich jetzt ja genug habe erstmal? Ja und nein. Du bist schon wieder an so einem Punkt, wo du in der Nähe von einem Hulahan-Raum bis zu Soramani bist. Ne? Wenn du 275 Rubine hast plus 225 aus dem Hulahan-Raum, dann hast du genug Geld, um Sora abzuholen. Und du musst halt noch bedenken, du bezahlst hier noch den Bottle-Vendor, der 100 Rubine kostet. Ja. Und eventuell willst du ja noch mal 50 Rubine für extra Bomben ausgeben, falls du noch keine weiteren Waffen hast. Ja. Und dementsprechend, es ist nicht unbedingt verkehrt, am Anfang die ganzen Rubine mitzunehmen, weil insgesamt musst du über den Seed, wenn du alles mitnimmst, was Geld kostet, 910 Rubine finden. Okay. Und es ist nicht garantiert, dass du die 300er findest. Es sind ja auch nur, in Anführungszeichen, sage ich mal, zwei Vasenpuls mehr, die ich mache. Drei, ja, zweieinhalb. Ja, gut, aber gut. Gut, jetzt hatte ich natürlich nochmal Glück, dass ich Bömschen bekommen habe. Ich musste also keine kaufen. Ja, und da ist es halt, ne, da ist der Sankstart halt am effizientesten, weil du bekommst alles, was du für Kakariko brauchst. Guck mal, jetzt kriegst du sogar noch 300 Rupees, also. Genau. Ja, und dann kannst du halt den Check in Links Haus mitnehmen und hast jetzt eine Waffe zum Beispiel, um direkt ins Front of Escape, Front of Castle reinzugehen, die du halt beim Onkelstart vielleicht nicht gehabt hättest. Ja, na klar. Das stimmt. Das ist halt der Vorteil am Sank-Start. Wenn es so aufgeht, dann spielst du halt am effizientesten. Okay, wir wissen, ein Fire Rod in der Library, das finde ich erstmal gut, weil das heißt, irgendwie kriege ich Boots. Also irgendwie komme ich an die Boots. Es ist nur die Frage, wann, weil der Fire Rod kann tatsächlich auch sehr spät im Sink liegen. Oh, nee, das brauchen wir.
Ja gut, wie gesagt, da haben wir auch schon im Chat immer mal drüber gesprochen, ob man das jetzt direkt macht oder nicht. Gibt es eine Faustregel, dass es im Prinzip... Na, es kann ja nicht. Nee, es ist ja geraten. Es ist im Prinzip geraten. Man muss jetzt sagen, wenn man auf deinen Tracker schaut, du hast halt fast gar nichts gefunden in Kakariko. Und das ist halt schon ungefähr die Hälfte deiner wie ist das Wort? Jetzt fällt es mir. Aber halt, das, was von Anfang an verfügbar war, die Hälfte davon ist ungefähr in Kakariko und du hast nichts gefunden. Das ist immer so ein Punkt, wo ich sagen würde, es ist halt vielleicht doch minimal wahrscheinlicher, dass irgendetwas, was nützlich sein kann, eben auf dem Race Game liegt. Also da kann man sich da so ein paar Sachen denken, wo man sagt jetzt, okay, heute mache ich es so rum oder so rum, aber im Prinzip ist wahrscheinlich in den meisten Fällen die sinnvollere Variante einfach von unten checken, weil schneller. Jetzt würde mich interessieren, in dieser Position, wir hätten es ja jetzt erstmal genau gleich gespielt, weil es gäbe jetzt auch nicht so viele Varianten, sag ich mal. Würdest du jetzt zum Damm gehen oder nicht? Machst du das generell? Ich bin persönlich jemand, der den Damm von Anfang an mitnimmt und dann über Minimoldom Cave zu Ice Rod geht. Das ist Spielerpräferenz. Es isoliert Agina. Das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Ja, weil du dann nicht noch ungerner zu Agina gehst, quasi, wenn der Damm schon weg ist, meinst du? Genau. Ja. Ne, es gibt Spieler, die speziell deshalb Minimoldom Cave, Ice Rod oder Minimoldom Cave direkt ansteuern und dann zum Ice Rod Cave gehen, damit sie den Damm bis Agina haben. Man kann es auch andersrum machen, bei Minimoldom Cave anfangen, gerade wenn man schon die Waffe hat. Dann über den Damm zu Agina geht, dann isoliert man Ice Rod Cave so ein bisschen. Beide Checks kann man später mit der Flöte relativ gut wieder einrufen. Ja, das stimmt. Beide auszulassen ist schon etwas riskanter, kann man auch. Okay. Ja, ich hatte einen Spiegel, steht im Chat richtig, ja, gut. Genau, ja. Gut, das weiß ich ja, das war jetzt einfach. Okay, also ich würde es jetzt mal, so habe ich es ja sonst auch immer gemacht und jetzt würde ich zum Mini-Moldown gehen. Jetzt ist ja auch super mit der Waffe und Hookshot und alles easy peasy. Bomben habe ich auch nochmal. Ja, und ein Vorurteil, den der Damm eben auch noch haben kann, gerade wenn du noch nicht so viele Waffen hast, kriegst halt nochmal zwei extra Checks, bevor du Mini-Moldown Cape machst. In der zum Beispiel ein Hookshot sein kann, der halt Mini-Moldown Cape sehr angenehm macht. Ja. Das macht keinen Sinn, da oben kann ich... Okay, würdest du alles von der Mitte machen? Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich bevorzuge einfach auf die Seiten zu gehen, wegen genau dieser Situation. Naja, das ist halt... Die Minimoldoms sind halt manchmal sehr, sehr gut im Ausweichen. Und es ist einfach wesentlich einfacher, sie von unten zu treffen. Moonfall ist ganz angenehm. Wir haben Sora-Geld. Das heißt, das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde... Ja. Wir können Fake flippern, wir haben das Geld, es ist inklusive Hobo, ein paar extra Checks. Kann immer ein Vorteil sein, dass man da halt was aus- oder Sequence breakt. Andererseits auch relativ langsam und das ist. Würdest du jetzt Ice Rod Cave auslassen? Nein. Also. Gibt es eine Situation, wo du jetzt sagen würdest, du lässt sie aus, weil du so viel hast oder so? Oder eigentlich nie? Es gibt Situationen, aber die beinhalten zum einen schon vorhandenen Dark World Access und meistens auch das Vorhandensein einer Flöte, dass ich quasi jederzeit zu Ice Rod Cave zurückkehren kann, wenn ich will. Ja. Ansonsten Ice Rod Cave so früh liegen zu lassen und Agina schon so extrem isoliert zu haben, das mag ich persönlich nicht sehr gerne. Ja. Und man kann halt immer benötigte Sachen zurücklassen. Also man sollte nicht zu viel von Anfang an skippen. Okay. Gerade wenn man noch kein Dark World Access hat, macht das sowieso nicht so viel Sinn, weil man hat nicht so viele Optionen, wo man ihn finden kann. Ja, verstehe ich. So, man kann jetzt mal hier... Na, Small Magic haben wir als Stun-Preis. Und jetzt unten Fake Flippern. Ja, so, ich würde jetzt einfach mal behaupten, genau so hätte ich es jetzt auch erstmal gemacht bis hierhin. Ja, ist halt auch relativ standardmäßige Eröffnung. Wie gesagt, Fake Flippern ist so eine Option, die kann sehr langsam sein. Oder ist sehr langsam. Ich mache das ja noch so dumm hier, das ist eigentlich... Ja, das muss ich mir auch mal abgewöhnen. Aber. Ja, ist halt der NMG-Fake-Flipper. Tatsächlich, unser NMG-Weltrekordhalter, glaube ich, momentan, Erirohr, hatte auch mehr Probleme mit dem Rando-Fake-Flipper von der rechten Seite, als jetzt hier mit dem NMG-Fake-Flipper von links hier hatte. Das kann immer sein. Oh, das ist eine sehr interessante Information, dass ein Handschuh hier auf Lake Hylia Island liegt. Weil. Das heißt, der eine ist auf jeden Fall in der Dark. In der Light World. Der andere, sagen wir es mal so. Nicht zwingend, aber das bedeutet halt, dass der definitiv hinter Dark World Access gelockt ist und wir wahrscheinlich frühe Flippers finden, wenn das nicht unsere Mits sind.
Ja. Aber zu wissen, wo eine Handschuhe ist und damit eventuell unsere Mits, falls wir keinen Agatha Gold Access haben, ist auf jeden Fall immer gut. Wow. 600 Rupees in der Höhle. Ja, da. Oh, und das habe ich mal wieder nicht gemacht. Also eigentlich ist es ja auch bis hierhin, spielte es ja jetzt eigentlich auch noch keine Rolle. Aber trotzdem mache ich das irgendwie immer zu spät. Ja, man sollte auf jeden Fall seinen eigenen Zeitpunkt haben, wo man einen Map-Check macht. Ich mache ihn persönlich sehr gerne direkt, wenn ich aus dem Sank rauslaufe. Einfach, gerade auch mit dem Sank-Start, um zu wissen, falls zum Beispiel Eastern Pendant ist und ich jetzt halt eben nichts in Kakariko finde, oder nicht im Wald, oder keine Bomben im Wald finde, aber Geld finde, kann ich auch sagen, okay, ich gehe zu Links Haus, gehe mir unten, geh zum See, kaufe mir Bomben und gehe erstmal direkt Pendant Eastern machen, weil ich will es ja nicht abschließen, brauche keinen Bogen, das ist mir alles völlig egal. Aber kann da dann halt auch die Items bei Sahasrara direkt mitnehmen, die ja sonst auch gerne mal liegen bleiben. Ne? Und deswegen, ein früher Map-Check kann dem durchaus auch noch dein Routing beeinflussen. Und man sollte auf jeden Fall... Oh, jetzt kriegst du beim Boden. Okay, das ist natürlich sehr angenehm. Ja, und jetzt würde ich natürlich Save and Quit machen und nach Eastern gehen. Weil ich kann jetzt abschließen, das Crystal, oder? Absolut. Generelle Regel, ABCD, oder im Englischen ABCD, Always beat Crystal Dungeons. Ah, ja, ja. Gut, sobald ich die machen kann, warum auch nicht? Es ist, die muss ich eh machen und da ist potenziell Chance auf jedes weitere Item, das ich brauche. Richtig. Ne? Ich hätte jetzt den Hobo nicht geskippt, sagt Crazy. Ja, der ist von da unten natürlich mit hin und her schon ein sehr langsamer Check. Jetzt einfach. Was hättest du denn gemacht? Ich nehme ihn auch immer mit, weil ich es ungern habe, dass ich so Sachen auslasse und gerade mit diesen Flippern oder gerade mit diesen Handschuhen auf Lake Hyde Island, wo die Flippers relativ früh in Logik sein könnten, ist es halt eventuell ein bisschen riskant, da sind die Flippers, ne? Da wäre jetzt Hobo schon völlig in Logik und ich lasse es halt eher ungern aus. Man kann es auslassen, gerade auch mit dem Spiegel und dem Wissen, dass der Handschuh da ist. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass du da halt in der Dark World vorbeikommst. Ja, eben. Das ist es. Darauf spekuliere ich halt eigentlich auch immer. Und ich denke mir auch immer, ich will es lieber so machen. Aber ja, gut. Es ist eine Präferenzsache. Also ich nehme ihn persönlich immer gerne mit. Auch gerade, wenn ich noch kein Dark World Access habe, kann halt immer sehr schnell sein, dass die Flippers doch früh kommen und dann auf den Water Checks den Dark World Access liegt. Und wenn du den halt außerhalb der Logik kriegst, kannst du halt eventuell auch schon effizienter spielen. Mhm. Aber ja, es ist eine Präferenzsache, ob man jetzt das Risiko eben auslassen möchte oder eingehen möchte, so früh wieder einen Check liegen zu lassen, den man hätte mitnehmen können. Ja. Es gibt da nicht ein richtig oder falsch in dem Sinne. Und es ist ein langsamer Check, das auf jeden Fall. Ja, ich finde auch den Hobo da so, dann mit dem Hin- und Her-Schwimmen. Hm. Also es fühlt sich jetzt erstmal nach einem super angenehmen Start an. Also das passt ja alles irgendwie ineinander. Na, ich kann dir nur schon mal sagen, das wird zu 80% ein Agassiz werden. Das Equipment deutet sehr stark darauf hin. Wir haben Flippers, wir haben Hookshot, wir haben ein Schwert. Das heißt, wir sind im Prinzip nur eine Lampe und einen Zugang zu Agar Tower weg von Dark World Access. Und mit Flippers und Hookshot haben wir Zugang Richtung Thief Town und eine ganze Menge Checks. Für jetzt nur noch zwei Items, die wir finden müssten, gegenüber dann Hammer und Handschuh, von dem wir einem wissen, oder von dem wir sogar von einem wissen, der eben nicht auftauchen kann, was das Ganze halt unwahrscheinlicher macht. Also wir müssen Hammer und Handschuh finden, um eben nicht Agatha World Access zu haben. Es deutet halt aufgrund des Equipments stark darauf hin und meine Erfahrung, ja, gut, verstehe ich. Denkt mich halt auch da mal so ein bisschen Richtung. Das heißt, ich plane auch schon immer so ein bisschen mit dem Gedanken mein Routing und würde jetzt halt zum Beispiel Front of Castle vielleicht ein bisschen aufschieben, wenn es sich lässt, damit ich das halt sofort mit Agar kombinieren kann am Ende. Ja, verstehe ich. So, jetzt wieder die Frage. So, es gibt noch ein Item. Würdest du die rechte Seite jetzt machen? Ich bin da nie sehr risikoreich. Also ich mache sie immer in dem Fall, wenn ich weiß, dass noch ein Item da sein kann. Es ist ein 50-50, es ist angenehm, aber so früh im Seed ohne Dark World Access, wie gesagt. Es kommt immer, ja, das stimmt schon. Ich sollte das auch abhängig davon machen, wie viele Möglichkeiten habe ich denn noch so jetzt gerade easy. Und ja. Es sind halt nicht so viele. Es sind viele einzelne Checks. Es ist noch das Castle, was zu teilen in Logik ist. Na, aber wir haben auch keinen schnellen Zugang zu Back of Escape. Es ist alles langsam. Und
halt nochmal wieder reingehen, ja, fühlt sich halt unglaublich schlimm an. Das heißt, in dem Fall würde man es komplett skippen. Und so langsam ist das hier jetzt auch nicht. Na gut, wenn man es jetzt... Oh, jetzt spiele ich es jetzt auch nicht perfekt natürlich, aber klar, ja, theoretisch... Ja, also stimmt, ich, auch kein ich Grund, so früh schon so Risiko zu spielen. Genau, ich persönlich mag es auch generell nicht, auch später sieht nicht so Risiko zu spielen. Kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich weiß, dass ich gegen einen sehr starken Gegner spiele. Ja. Ne, und mir halt irgendwo meine Zeitersparnisse rausholen muss. Wäre das so eine Option, wo ich sagen würde, das würde ich sonst nicht skippen, aber in diesem Race brauche ich die Zeit, dann würde ich das Risiko eingehen. Aber von Anfang an würde ich generell den Skip fast nie machen. So, hier rechts die Feen holen, in den Töpfen, was noch zwei Herzen. Das Risiko muss man jetzt nicht eingehen, auch auf Blue Mail. Der Raum ist schwer genug im Dunkeln. Ja, du wärst doch jetzt doch keine Fee geholt, oder? Oder doch? Also auf zwei Herzen, wenn ich den Eastern hier abschließen will, wo ich weiß, ob es noch ein Item ist, da hätte ich gesagt, okay, komm, kurz machen. Besser als sterben. Und zwei Herzen kann man auch auf Blumel in diesem Raum furchtbar schnell verlieren. Ja. Selbst wenn man den Key hier ganz schnell kriegt, wenn der andere Igor hier blöd läuft und in einen reinläuft, dann oben an der Ecke, und man sieht es halt einfach nicht. Ja, ja, ja. Dann ist man schneller tot, als man gucken kann. Ja gut, die Feen dauern ja auch im Prinzip nur, ey, ich weiß nicht, 6-7 Sekunden. Und du fühlst dich dann auch einfach anders, wenn du in den Raum gehst und spielst vielleicht auch einfach dadurch sicherer. Also, exakt. Ja, das stimmt schon. Aggressiv irgendwo reingehen, weil man das Selbstvertrauen hat, man schafft es, ja, schön und gut, aber man sollte halt eben nicht sich selbst auch überschätzen und unnötig über Risiken eingehen. 27. Also, wie viele Pfeile brauche ich eigentlich für die? Das müssen wir auch mal merken. Optimal 18. Zwei pro Arm. Die meisten schießen aufgrund des Pfeils während noch einen in die Wand hinterher. Ja, so wie ich. Ja, gut, aber der wird mir ja nicht fehlen. Nee. Ja. Der wird nur mehr verschossen, wenn ich es habe. Claudia, vielen Dank für den Resubs. Vielen Dank, Leute, für die Resubs. Ist nicht auf alles eingegangen. Danke sehr. So, und jetzt wäre ich an so einem Punkt. So, ich kann mal erstmal Sora wegklicken. Jetzt würde ich wahrscheinlich, aber du hast ja gerade schon ganz richtig gesagt, ich würde jetzt wahrscheinlich Front of Escape machen. Ja, das würdest du wahrscheinlich machen. Ist auch nicht unbedingt verkehrt, der Gedanke. Aber eben, weil es für mich auf einen Agassiz hindeutet, würde ich definitiv erstmal den Pilz abgeben. Es ist Pre-Dark World Access. Ich bin persönlich sowieso immer ein Freund davon, den Pilz früh abzugeben, wenn man ihn bekommt und noch kein Dark World Access hat. Also wir sprechen dann jetzt von Safe and Quit Link's Haus und mit Fake... Ach, ich brauch gar nicht Fake Clippern. Und dann so hoch. Oder ist es jetzt besser zu laufen? Nee, ne? Nee, nee. Nein. Also zur Hexe ist das Beste immer Safe and Quit Link's Haus Flip, ne, ins Portal und mit Fake Clipper oder normalen Clippern. Okay. Hat auch die Option, wenn der Pilz jetzt nichts hat, könnte man hier einen Hard Reset machen, nachdem man den Pilz abgegeben hat und sieht, dass das Item nichts ist. Dann hat man den Pilz zurück und kann damit eventuell einen Fake Powder machen später. Ja gut, warum? Das könnte ich eigentlich immer machen, wenn ich... Ach, weil ich jetzt Safe and Quit mache und hingehe, deswegen. Genau, du hast jetzt ein Safe and Quit gemacht, das nicht, und wenn in du einer Kombination einen Hard Reset machst, würdest du halt zu deinem letzten Safe and Quit zurückgesetzt werden. Das heißt, wenn du einige Sachen eingesammelt hast und keinen Safe and Quit seitdem gemacht hast, zum Beispiel mit der Flöte, würdest du halt eine Menge Progress unter Umständen zurücksetzen. Jetzt verlierst du halt quasi gar nichts. Das ist spannend, das ist wohl wahr. Das würde ja immer Sinn machen, jetzt auf Gesetz zu drücken danach, wenn es nichts ist. Weil ich dann powdern kann, oder nicht? Es lohnt sich halt in den meisten Fällen nicht, und mit der Lampe solltest du es sowieso nicht machen. Nee. Ja, Safe and Quit. Und das riecht mehr nach Agar, ne? Richtig. Ja. So, jetzt ist halt die Frage, du hast immer noch keinen Agar-Zugang. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch noch den Safe and Quit machen wieder zu Hobo gehen, von links aus. Ja. Weil es ist in Logik. Mhm. Und wenn da halt dein Zugang zu Agar ist, nochmal ins Castle gehen, dann zu Hobo und dann wieder ins Castle. Nee, muss nicht sein. Ja, verstehe ich. Lieber nochmal mitnehmen. Und wenn es dann nichts ist, aber tatsächlich, dann hast du halt noch die Flasche in Kakariko, wo du bei Sekiro. Das würdest du alles machen vor Front of Escape. Lass mich ausreden. Ja. Ne? Und Agina.
Das sind jetzt beides Checks, die sehr einzeln und weit abseits liegen von allem anderen, die auch die meisten anderen Runner wahrscheinlich nicht machen würden, bis sie es müssen. Ja. Das heißt, da würde ich auch einfach ganz metagame-technisch sagen, okay, das wird sowieso vor den meisten geskippt werden. Da würde ich jetzt sagen, im Castle mit der Lampe sind genug Checks in Logik, mindestens 4, eventuell sogar alle, wenn der Key vorne früh liegt. Mhm. Jetzt haben wir hier okay. Den Hammer. Also wir wurden belohnt quasi. Ja. Das heißt trotzdem safe and quick, wir haben immer noch kein Dark World Access. Und ja, damit will ich aber jetzt auf jeden Fall ins Castle gehen, weil jetzt kann ein Castle der zweite Handschuh sein. Ja. Oder ein Schwert oder ein Cape und damit haben wir Agar-Zugang. Und ja. Ja, spannend. Ja, Mario Master Sick Kit ist auch noch offen, genau, aber das haben wir erst später bekommen und wenn man das jetzt unter dem Competitive Aspekt sieht, hätte ja mein Gegner sehr wahrscheinlich Sick Kit jetzt gerade auch nicht. So. Richtig. Und würde auch nicht dafür zurückgehen, weil es ist einfach so, wo willst du hin? Achso, ich möchte, ja, stimmt, ich möchte ja meine... Stimmt. Ja, wenn man den Onkelstart nicht macht, darf man natürlich ihn nicht vergessen, ja, nee, das, später das, mitzunehmen. Das ist kontraproduktiv, ja. Aha. Und da ist der Handschuh und jetzt ist halt, jetzt ist die Frage, jetzt könnte man sich tatsächlich überlegen, wir müssen gerade nicht ins Castle gehen. Nö. Zumal wir den Handschuh bekommen haben und Back of the Cape zuerst machen können. Das heißt, würde ich jetzt auch so machen wollen. Genau, dann macht auf jeden Fall Sinn, das jetzt aber als zuallererst zu machen, denn es sind einfach sehr schnelle Checks und ja, alles andere kann man danach immer noch machen, es macht aber das ganz besser. Übrigens, wenn du Sankstart mit Mirror machst, ja. Und Quickswap anhast. Einmal nach links drücken auf Mirror schon... spiegeln ist schneller rauszukommen. Habe ich eigentlich. Ich würde jetzt behaupten, mache ich auch in 90% der Fälle. Nur jetzt gerade irgendwie nicht, weil ich nach oben in den Tracker geguckt habe. Gut, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Da kann man halt immer noch so die ein oder andere Sekunde extra sparen. Vor allem, wenn ich mich heilen möchte, mache ich das eigentlich so, dass ich mit ihm rede und dann L und A und dann raus. Noch besser. Mit den Boots nicht so nötig, weil rausdashen und rausspiegeln und wieder gleich. Okay, gut, dass wir die Karten bekommen haben. Jetzt wissen wir halt vorne oder im Dark Cross kann entweder der Schlüssel sein oder er muss in der anderen Truhe, in der ersten vorne der Front sein. Aber das gäbe halt uns die Möglichkeit, das Ganze auszuweichen. So, du startest jetzt wieder an Sank. Ich hätte jetzt gedacht, also was man jetzt natürlich machen könnte, weil so viel da ist, wäre der Berg. Oder? Schau mal ganz unten auf deinen Tracker. Ganz unten auf meinen Tracker? In der Dark World. Ach so, Swamp ist schon. Meinst wäre du das? Komplett clearbar. Du hast alles, was stimmt. Du dafür brauchst. Ne? Und wenn es Crystal ist, du hast Hype Cave daneben dran mit 5 Items. Ne? Ja, das auch ist halt Pots so dein... und Thief Town. Ja, du hast schon recht, ne? Ja? Also, wenn einer von den beiden Crystals ist, wäre es durchaus sinnvoller, die zuerst zu clearen. Ne? Und das ist halt auch das, was ich dir schon mal gesagt hatte, wo du halt vielleicht noch so ein bisschen dran denken ist. Du automatisierst so sehr zum Start bei Thief Town. Ja, so geht bei mir die Dark World los, ne? Das ist vielleicht nicht unbedingt immer so gut. Ja. Ja. Gerade in so einem Seed, der potenziell sehr schnell sein kann und du weißt, wo die mit sind, die du auch abholen kannst. Mhm. Übrigens. Black Hylia Island. Stimmt. Also das ist halt, ja. Da muss ich mal von loskommen, das ist wohl wahr. Jetzt machen wir mal einen Check. Das ist sogar Crystal, also perfekt. Das ist eigentlich quasi ein Seed, wie du ihn sehen willst. Ja, das ist jetzt ja, weil ich weiß ja jetzt erstmal, Thief Town auch. Also ich könnte die nächste Dreiviertelstunde viele Dinge tun, sagen wir es mal so. Richtig. Und vor allem viele Crystals fulltieren, das ist noch besser. Ja, ja. Ja, krass, das stimmt. So, okay, ich mache mir den Tracker hier. Maya ist red, das ist blue und das ist green. Okay, und da ist noch 1, 2, 3. Wemskin? Hype Cave? Ja, du hast schon recht. Wie automatisch ich dann sage, Dark World, ich gehe jetzt Sanctuary, Kakariko, so was für ein Quatsch. Weil das ist ja jetzt noch tausendfach. Ich meine, gut, dann hätte ich halt Thief Town erst gemacht. Ja.
Ja, du musst jetzt auch bedenken, in diesem Fall kannst du halt Swamp Palace frontieren. Du weißt, dass die Myths direkt nebenan sind, die halt in Village of Outcasts, zum Beispiel mit der Smith Chain und dem Spiegel, halt auch nochmal viel mehr sinnvoll sind als in anderen Seeds. Also, würdest du sie denn jetzt holen oder ist eigentlich egal? Form Dungeon, weil sie. Swamp. Ja, weil ich sie ja nicht brauche. Sie bringen dir in Swamp absolut gar nichts. Und ja, ups, was mach ich du denn? Kommst von Lake Hylia Island nicht mehr nach Swamp zurück. Du müsstest wieder normal das Portal holen. Oder wieder nochmal durchs Portal. Okay. Schau's aus. Ja, Mantalis, das ist einfach so. Du wirst halt so viel schneller besser. Am Anfang denkst du, oh Gott, das hat jetzt 4-5 Stunden gedauert. Beim zweiten Mal geht's schon deutlich schneller, beim dritten Mal. Und dann kommst du irgendwann am Punkt, dann wird's nicht mehr unbedingt immer schneller. Ja. Ja, also der Start an Sank und dann Village of Outcast beginnen muss auch nicht unbedingt verkehrt sein. Also, zum Beispiel, wenn man schon zwei Pendants in der Light World hat und Fire Rock und Hammer. Das heißt, man hat definitiv einen garantierten Crystal bei Skull Woods von Thiefstown oder Thiefstown. Dann kann man auch sagen, okay, ich starte jetzt an Sank. Mits hat man vielleicht noch nicht. Müssen auch nicht unbedingt so früh sein. Man hat vielleicht auch keinen Zugang zu Swarm. Das heißt, hier unten ist es tatsächlich nur Hype Cave oder man hat vielleicht halben Zugang zu Swarm. Aber halt ohne Hookshot möchte man halt nicht rein. Ne, und dann findet man einen Hookshot in Thiefstown, kann direkt runter zu Hype Cave, kann dann den Hookshot finden, Swamp abschließen, alles einfach wunderbar. Ja. Ist halt in diesem Seed aber eben, ne, bietet sich andersrum viel besser an. Ja, stimmt schon. Ah. Cool, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt hier sehr dankbar mit den ganzen offenen, fertig clearbaren Dungeons. Das ist natürlich schön. Genau. Für Swamp muss man halt auch noch sagen, okay, Fighter Sword, letzte Phase, ja, macht nicht ganz so viel Schaden, brauchst ein bisschen mehr Spins, kommt mal gucken, ob man vielleicht versucht, mit dem Hammer zu arbeiten. So hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ja, genau, ist natürlich jetzt nicht das optimale Equipment, man muss auch bei den Puffs tatsächlich sagen, musst du Spin mit dem Fighter Sword, Slashes bringen nichts. Ja. Ne, oder du musst halt ein Menu-Fight machen, die ganze Zeit Hookshot-Hammer wechseln. Das macht den Fight sehr langsam, aber zumindest einfacher. Aber da ich noch jede Menge brauche, würde es auch jetzt erstmal pauschal keinen Sinn machen, irgendwas zu skippen. Genau. Also ich mache schon alles mit. Man kann Left Side Swamp immer überlegen, ob man es nach dem Boss macht. Zum einen, wenn man den Big Key noch nicht hat und der hinten liegt, dann muss man nochmal rein für die Big Chest. Kann man da auch Left Side gehen. Man kann andersrum aber auch sagen, wenn man Left Side direkt macht mit Diver Down, das ist die effizienteste Variante, den Dungeon zu clearen. Und jetzt, da wir die Karte haben, ist sowieso schon ein Item garantiert Left Side. Also es gibt Runner, Teto, ganz großes Beispiel, die gehen Left Side wirklich nur, wenn sie müssen. Ja. Oder in ausgewählten Situationen. Ich bin da also so ein bisschen, je nach Situation und Seed, in diesem, schwer zu kurz. Da musst du jetzt überlegen, wie du einen Schalter. Ungewöhnlich. Ja, das ist bestimmt nicht besonders... Naja gut, aber wie sonst jetzt? Ja, willst du das Equipment oder ist alles nicht so schön? Ey, Chrom, vielen Dank für deinen Raid, willkommen. Das ist nicht gut jetzt hier. Ich muss ja ein bisschen auf meine HP achten. Und das könnte auch ein bisschen. Einen Herz kriegst du unten noch, aber du musst halt auch gucken, dass du von der Feuerbar jetzt nicht. Oh, zum Glück noch eins. Das war aber gut. Ja. Bombe muss links sein. Ja, stimmt. Keine Probleme. Kyrein Rahlen, so ist es. So wie es im Titel steht, das ist ein bisschen ein Coaching, sage ich mal, ein begleitetes. Wir spielen den Seed ein bisschen gemeinsam. Nur alle hören Rahlens Gedanken dabei. Also idealerweise ist jetzt der Big Key noch in der Big Chest oder wir finden ihn jetzt hier, dass wir ihn halt direkt mitnehmen können. Dann wäre das wirklich ein super angenehmer Swamp, wenn der Big Key jetzt noch hinten auftaucht und noch ein Item in der Big Chest sein sollte, müssen wir halt nochmal extra für die Big Chest rein. Ja. Ist dann halt nicht ganz so toll, aber gut. Weiß man halt vorher nicht. So ist es. Eins. Ja, kommt was. Das heißt, es ist nur noch der Big Key. Wenn wir den finden, ist in der Big Chest ein garantiertes Item. Ja. Aber gut. Ein Item in der Big Chest. So haben wir es aber zumindest, wenn... dieses Item in der Big Chest am effizientesten geholt und Swamp Palace auf die schnellstmögliche Weise geklärt. Gut, aber wäre jetzt, es wäre ja schon klar, wir haben Map und Kompass, wäre jetzt das Item da, wäre es noch schneller, weil es im Prinzip jetzt nur der kleine Umweg durch die Big Chest das Item ist, ne? Mit dem Big Key.
Für was anderes. Ja, aber in diesem Fall nehmen wir halt die Big Chest direkt auf den Weg mit. Wenn du jetzt über Left Side oder jetzt erst den Boss gemacht hättest und dann nochmal zurückkommen müsstest, müsstest du halt auf die Left Side gehen ohne Diver Down. Der ist nicht mehr möglich, weil du keinen Key hast. Ja. Ja, oder zumindest das schnelle Diver Down Routing. Du kannst den Diver Down immer noch machen, aber der bringt nicht mehr so viel. Ja, und du musst halt dann nochmal ganz auf die Left Side und dann wieder nochmal ganz zurück bis zur Big Chest. Das ist ein weiter Umbruch. So haben wir jetzt halt alles in einem Trip komplett abgearbeitet. Oh, nice, okay. Ja, schöner Bund. Werden wir brauchen, auch wenn Third Rock ein Pendant ist. Wir haben hier Miles Crystal. Angenehm, alles sehr angenehm. Und ein zweites Schwert. Hier links sind noch zwei Herzen, wenn du die möchtest. Würde ich nehmen. Gut, ne? Gut zu wissen, dass die da sind. Ja, hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht gewusst. Ist es ein Emulator oder realer Hardware? Ich spiele auf einer Super Famicom. Kein Emulator. Hier gibt es keinen Trick, diesem Wasserläufer auszuweichen. Das ist Zufall, oder? Schnell sein. Mehr Trick kenne ich da auch nicht. So, jetzt habe ich noch nicht so viele Items. Da ist vielleicht der Quick Swap ganz gut. Ja, das tatsächlich. Wenn das noch klappt, dann ist das sogar wesentlich schneller als der Menüfall. Du musst nur vorsichtig sein, dass du nicht aus Versehen noch hinten kommst. Soll schon Leuten passiert sein. Boah, hör auf. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt gehe ich ins Menü. Das wäre der Super-GAU. Boah, nee. Das ist ja... Moment. Wir machen... Boah, das ist... Ich finde ja das Zelda-Menü auch... Also, wie sie das... Nee, ich mach das jetzt mit Quick Swap. Jetzt hast du mich zerstört. Warte, es geht. Boah, macht nichts. 1, 2, 3, 4 sind's. Okay. Boah, ja, jetzt auf dem Mirror, das wäre ja komplett. Das passiert in den Turnieren immer wieder gerne. So aggressiv gequickstoppt, gerade in Meier mit dem Bogen, der ja direkt neben dem Mirror ist. Ja. Na, einmal zu viel gedrückt, einmal zu schnell auf dem Item benutzen Button und schwupp stehst du wieder am Anfang des Dungeons anstatt der Bossfight. Sehr schön. So, das heißt, wir haben den Dungeon jetzt full cleared, könnten jetzt die Mids holen, bevor wir dann vielleicht sogar von unten nach Village of Outcast. Ja. Ja, wir können jetzt mal einen Moment kurz anhalten und ein bisschen drüber sprechen, weil du hast tatsächlich jetzt gerade sehr viele Optionen. Ja. Ne? Und gerade auch noch mit dem Buch, das du bekommen hast, du könntest halt von hier aus jetzt direkt Richtung Bombus. Ja. Bleib ruhig im Eingang stehen, da passiert ja nichts. Ne? Du könntest jetzt halt von hier aus direkt nach links gehen, Bombus-Tablet mitnehmen und nach Desert reingehen, um zu gucken, ob wir die Boots brauchen. Nun hast auf jeden Fall Desert Edge, Agina, kann man machen. Finde ich jetzt in dieser Situation tatsächlich nicht sehr sinnvoll, weil zum einen, wir könnten es vielleicht abschließen, aber wir haben noch kein gutes Equipment für Lenmo. Zweitens, Booms können immer required sein, das heißt, einen Großteil davon können wir nicht. Drittens, Maya ist sowieso Crystal, wir müssen die Flippers finden, wir haben den Spiegel, wir wissen, wo die Mids sind. Die Flippers, das heißt, haben wir? Genau, wir kommen an die Mids ran. Das heißt, wir kommen auch sehr schnell über Maya nach Desert später rein, ohne dass wir jetzt den langsamen Weg mitnehmen wollen. Und mit den Mids können wir auch über die Smith Chain runterlaufen, die Purple Chest abgeben, dann Bombos Tablet mitnehmen und dann nach Desert gehen immer noch. Ja. Das heißt, in dieser Situation mit so viel, wie wir haben und so vielen anderen Optionen zu haben, würde ich das jetzt nicht machen. Wüssten wir nicht, wo die Mids sind. Wir haben jetzt noch keinen Bogen. Mhm. Ne? Port keine Option. Ne? Wir haben gerade das Buch gefunden. Dann könnte man sagen, wir sind jetzt eh schon hier unten. Wir können einmal kurz beim Bombos Tablet vorbeischauen, auch wenn wir das Item noch nicht bekommen. Ne? Könnten das Item anschauen, Agina abholen, falls da die Boots sind, könnten wir Desert voll clearen, ne? Und dann immer noch im Desert gucken, ob wir die Boots überhaupt brauchen. Ja, wenn wir die Boots nicht brauchen, könnten wir halt einen weiteren Crystal voll clearen. Ja, wäre auch, ne? Wäre auch attraktiver, wenn es ein Red Crystal wäre, dann könnte man sogar noch mehr drüber nachdenken. Ne? Ist es in diesem Fall aber nicht, von daher, das ist jetzt eine Option, die man nehmen könnte, die aber in diesem Seed nicht so viel Sinn macht. Ja, so. Ja, verstehe. Deine anderen Optionen, ne, neben den Mids abholen, was wir jetzt auch als nächstes definitiv machen werden, weil wir kommen da nicht schneller ran, als wir jetzt eh schon sind.
es bietet halt einfach so viele Möglichkeiten. Aber deine anderen Optionen sind zum einen Thief's Tower, was ja ein Crystal ist. Ja. Können wir clearen. Zum anderen Palace of Darkness. Ja. Auch ein Crystal, hat sogar ein Item mehr, aber nicht so viel drumherum. So, der Vorteil, den Palace of Darkness hier definitiv hat, zum einen, die Mids, die wir hier abholen bei Lake Hylia, führen uns eh schon so ein bisschen Richtung Port. Wir haben noch keine Flöte, wir wissen nicht genau, wo sie sind, das heißt, es ist nicht gesagt, dass wir schneller zu Port kommen. Mhm. Ja? Mhm. Zum anderen hast du Eastern eh schon geklärt. Das heißt, du wirst nicht nochmal irgendwie da zurückkommen müssen, außer nee. Fürs Green Pendant in die Area. Und Ice Palace wollen wir in diesem Seed einfach nicht betreten müssen. Ja. Das heißt, es gibt nicht mehr wirklich viel, was Pot sowieso attraktiver macht. Es sind 5 Items da. Und wenn du den Fire Rod im Pot findest, kannst du Thiefstorm und Skullwoods abschließen. Was du jetzt eventuell, wenn du Thiefstorm zuerst spielst, eben nicht könntest. Und dann nochmal Richtung Bildschirm Outcast gehen müsstest. Der Fire Rod liegt aber in der Library. Den haben wir schon gesehen. Ja gut, aber die Boots, die dann halt den Pot zum Genau, Fire Rod das können, ja, ja. Also das sind halt so die Gedanken, wo man drüber machen könnte. Und deswegen Port definitiv hier die attraktivere Option. Man könnte ja, tatsächlich schon. Auch auf den Berg gehen, ne, mit den Mits. Wir haben ja dann den ganzen Berg clearbar, bis auf Turtle Rock. Ne, aber zum einen ist Hera Pendant, zum anderen Turtle Rock ebenfalls Pendant. Und damit eventuell der gesamte Berg vielleicht muss gar nicht gemacht werden, wenn dann nichts mehr rüberkommt. Ja. Das heißt, da jetzt erstmal halt die anderen beiden Crystal Dungeons, zumindest die schnellen Checks abzuarbeiten, ist durchaus sinnvoll für den Fall, dass du halt jetzt eben alles, was du brauchst, noch in Pot und Thiefstone kriegst. Ne? Ja, du hast recht. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja, wenn ich jetzt zurück ins Portal, bist du nämlich schon in der Dark World, dann kannst du nach rechts hier zu Ice Palace einmal vorbeigehen oben. Ach so. Und da ist ganz rechts eine Treppe. Ja. So gehen und von hier zu Pot gehen. Ich wusste gar nicht, dass die existiert. Deswegen habe ich sie dir gerade gesagt. Crazy. Gut. Kann ich hier durch? Ja, auch das. Okay, ja gut. Das ist natürlich sehr nice. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du Spiegelflippers hast und irgendwas auf Lake Hylia Item liegt und du nach Port möchtest, kannst du das halt super schön verbinden. Ja, klar. Geil. So, jetzt kommen wir gleich zu einem möglicherweise sehr komplexen Thema, nämlich diese Schlüssel in Pot. Also, sie können ja nur manchmal können sie ja sehr kompliziert sein, aber es kann ja auch, man kann es ja auch relativ simpel verstehen irgendwie, oder? Ja, also man kann die ganze Logik dahinter versuchen zu greifen und alle möglichen Optionen und das wird kompliziert. Ja, okay. Man kann sich auch an Faustregeln halten, nicht viel drüber nachdenken und einfach das ablaufen und dann ist nicht schlimm. Wir haben alles auf Pot zu pulpieren, das heißt, über Bogenlogik oder eventuelle Darkroom-Logik mit der Lampe brauchen wir uns nicht viel Sorgen. Nee. So, worüber wir nachdenken, wir haben vorne in der Front 6 Truhen. Ne, das ist die Truhe hier links, zu der du gerade gehst. Wir haben die 2 Truhen auf der Bolog-Seite. Wir haben die Truhe in der Arena, wo du reingehst, wo der Schalter ist und den ganzen komischen Käfer, wo man runterspringen würde. Mhm. Wir haben die Truhe unten, wo man runterdroppt. Ich habe keinen Schlüssel. Genau. Ja. Was hatten wir gerade bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. 10 Pfeile. Müll, okay, also. Nur ein Item. Ja. Ja, wäre halt interessant, wenn man den Big Key vielleicht bekommen hätte. Okay, jetzt müssen wir auf die rechte Seite. Ja. Aber jetzt haben wir schon mal eine Truhe von den 6, wo kein Small Key drin ist. In diesen 6 vorne müssen mindestens 4 Small Keys sein. Ja. Ansonsten kann man sich vom hinteren Teil ausschließen und das erlaubt der Randomizer. 20 Monate. Ja, das heißt, wir wissen jetzt schon von den 6 Truhen, wo 4 Schlüssel sind, ist ein Schlüssel nicht gewesen. Oder eine Truhe kein Schlüssel gewesen. Ja. Das heißt, wir können jetzt noch maximal ein anderes Item finden und dann ist der Rest alle Schlüssel. Mhm. Es könnte aber auch eine Karte sein. Ja, Karte, Kompass, Big Key, Item. Alles, was kein kleiner Schlüssel ist. Würde halt dann uns sagen, dass alle restlichen Truhen in der Front keine Schlüssel sind. Und das würde uns halt erlauben, die Vanilla Big Key Chest ganz einfach zu skippen, weil da würden wir den Schlüssel ausgeben, um einen Schlüssel zu bekommen und das ist einfach reine Zeitverschwendung. Mhm. Okay, also unten komme, was wolle, sind immer 4 Schlüssel, ne? Ja. In den 6. Mindestens 4. Es können mehr sein. Gut. Das heißt, ich würde jetzt rausmirroren und über die Mitte gehen? Würdest du das auch so machen? Kann man definitiv machen. Gerade ohne Boots
bietet sich das an. Mit Boots kann man auch da einfach mit Hammer runterspringen und, so, ne? Und dann nach links gehen, rüber bonken. Ja. Ohne Boots, wenn man versucht, die Vanilla Big Key Chest zu skippen, kann man das so rummachen. So, okay. Du gehst jetzt rechts lang, wenn du das schon so rummachst und draußen mal was, um zu der ersten Truhe oben zu gehen. Okay, ist ein Schlüssel. Wir müssen zurück. Du würdest jetzt wieder rausgehen und runter droppen. Aber hier runter? Genau. Ja, weil, genau. Weil im Zweifel könnte ich ja ausschließen, dass überhaupt in der Vanilla Big Key Chest ein Schlüssel ist und die vielleicht skippen. So, es ist ja wieder genau. Ein Schlüssel. Ja, jetzt musst du rausspiegeln und zur Vanilla Big Key Chest gehen, weil wir den Big Key noch nicht gefunden haben. So. Ne? Hier ist jetzt auch noch ein Unterschied. Du weißt jetzt nicht, was in der Vanilla Big Key Chest ist. Es könnte ein Small Key sein, könnte Karte, Kompass, könnte jedes Item sein. Es könnte der Big Key sein. Und wenn es der Big Key ist und wir lassen ihn hier vorne liegen, bevor wir nach hinten gehen, wäre es sehr schlecht, weil dann müssen wir hier nochmal hin und eventuell nochmal nach hinten zur Big Chest. Mhm. Deswegen, man kann das riskieren, hier jetzt nicht hinzugehen. Man kann erstmal nach hinten gehen und hoffen. Würde ich aber in der Regel nicht machen. Okay, jetzt haben wir 5 Schlüssel tatsächlich vorne in der Front gehabt. Ja. Nochmal spiegeln und nach hinten gehen. Ne? Ist gar nicht so häufig, dass es vorkommt, aber kann passieren. Na, jetzt müssen wir für hinten unsere Berechnung mit der Keys ein bisschen anpassen. Ne? Weil wir können ja jetzt nicht mehr hinten den ersten Schlüssel fürs Dark Maze finden und dann den zweiten Schlüssel für die Harmless Hallway, weil dann hätten wir 7 Schlüssel. Das ist einfach zu viel. Sondern wir wissen, okay, wir haben jetzt schon den Key fürs Dark Maze. Wenn wir jetzt noch hinten einen Schlüssel finden, dann müssen wir auch Harmless Hallway checken. Und zwar speziell in den 3 Truhen, die jetzt rechts kommen, die bei den Turtles und die unten im Dark Web. So, das heißt, wir gehen auf jeden Fall immer erst nach rechts, oder? Erst hier nach rechts, erste Truhe. Ein Schlüssel. Okay. Das heißt, wir sind jetzt schon bei allen Small Keys. Genau. Das heißt, hier hätte man direkt unten die Truhe schon checken können. Ist nicht schlimm, kann man auch danach machen. Aber man hätte halt schon gewusst, da ist eh eventuell irgendwas. Da könnte jetzt ja ein Dekat. Ja, okay. Also ein Small Key kann ja nicht mehr sein. Wir haben ja alle. Und in Dark Maze gab es doch auch die Regel, dass nicht kein Schlüssel drin sein kann, ne? Darf nicht ein Small Key sein. Zumindest nicht in V31. Das soll mit dem kommenden großen Render-Update geändert werden. Schickes Master Sword. Ne, aber momentan darf da halt kein Small Key drin sein und dementsprechend kann man sich nach den Regeln, die ich hatte, generell, wenn man vorne den vierten, ne, oder nur 4 Small Keys findet und davon vielleicht einen ausschließen kann, dann kommt man hier in der Regel nur mit einem Small Key hinten an. Mhm. Ne, wir sind jetzt mit 2 angekommen. Man kann generell sagen, den ersten Small Key, den man hinten findet, der ist immer fürs Dark Maze. Wenn man vorne 4 hatte, der 5. Small Key ist fürs Dark Maze, der 6. für Harmless Hallway. Wenn man den 6. nicht findet, braucht man Harmless Hallway nicht checken, weil da ist der Key. Mhm. Aber daran kann man sich das merken. Ja, klar. Mhm. Ja, eigentlich, also wenn man diese Regel befolgt, vorne müssen Minimum 4 sein. Also dieses, was ich da immer gesagt habe, hinten müssen 2 sein, ist ja Quatsch. Wenn vorne 5 sind, ist das ja schon widerlegt. Genau. Ja, deswegen war das eine dumme Regel, ja. Ja, dein Gedanke war schon im Kern richtig, hat nur halt nicht beachtet, dass es eben halt vorne mehr sein können. Ne? Du hattest halt schon gesagt, wenn hinten einer ist, dann ist das für Dark Maze, wenn hinten 2 sind, ist es für Harmless Hallway auch. Es ist nicht grundlegend verkehrt, sondern du musst es halt umformulieren in der erste, der hinten ist. Ja. Ist in der Regel für Dark Maze, wenn du ihn nicht vorne schon gefunden hast. Deswegen auch das ist so nicht richtig. Ne? Der erste ist für Dark Maze, aber es ist halt generell, wenn man hinten mit einem Key ankommt, der nächste Key, den man findet, ist für Dark Maze. Der letzte ist für Harmless Hallway. Mhm. Okay. Auch das kann sich ändern, wenn man tatsächlich zum Boss geht und diesen einen Key, mit dem man hinten ankommt, ausgibt. Da muss man natürlich darauf achten, dass der Key, der einen auf 1 bringt für das Dark Maze ist, und dann der letzte Key wieder für Harmless Hallway. Hat schon unerfahrene Runner mal aus dem Konzept gebracht, wenn sie erst den Boss gemacht haben und dann versucht haben, diese Regel anzunehmen. Also Pot kann wirklich sehr kompliziert werden und man kann es sich sehr kompliziert machen. Gerade auch, wie gesagt, mit Bogenlogik, was hinten jetzt erreichbar ist, ohne Bogen oder nicht, oder mit Darkroom-Logik. Okay, das sind dann alles die Sonderfälle. Es,
Genau, es kann noch eine große Wissenschaft werden, die halt dieses Seed hier eben gar nicht erst möglich gemacht hat. Ja. Ja, aber das ist dann halt auch schon höheres. Generell erstmal diese Key-Logiken, auch für noch nicht so, oder für Leute, die noch nicht so tief reingehen wollen, gut zu merken, einfach vom Pod und die Checks einfacher und kürzer zu machen. Ja. Ah, genau. Also hier dazu Hits. Kommt noch, dass man sich immer merken muss, wie viele Schlüssel man schon hat. Und da sehe ich mein Problem. Ich vergesse ja schon zu tracken. Ja, das muss man halt. Würdest du hier Slashes machen mit dem Master Sword? Kommt ein bisschen drauf an, je nachdem, ob ich den Schaden tanken kann und aggressiv sein kann oder nicht. Wenn ich den Schaden nicht tanken kann, wenn ich nur auf Greenmail unterwegs bin und ich viele Herzen habe, würde ich es eher versuchen, mit dem Bogen zu machen aus der Distanz, einfach weil es sicherer ist. Mit dem Master Sword brauchst du halt immer noch 8 Slashes, da kann man es auch eher mit den Pfeilen versuchen, wenn sich Helmer Sword gerade richtig hinstellt oder mit einer Kombination. Solange sich Helmer Sword bewegt, Slashes und dann Helmer Sword dann stehen bleibt und man mehrere Pfeile hintereinander landen kann, dann sind die Pfeile schneller. Okay, ich würde jetzt nur mal, also ich würde natürlich jetzt den nächsten, also ich würde der Regel schon befolgen und wieder jetzt Safe and Quit und in die Dark World in Kakariko und da dann weitermachen. Könnte noch Sick Hit abgeben und dann würde ich Thief Town clearen. Jo. An sich auch das Sinnvollste, was man jetzt machen kann. Wie gesagt, der Berg hat eine Menge Checks. Gut, aber solange wir ja noch so viel machen können, will ich da ja gar nicht rauf. Genau, ne? Na, gerade auch unter dem Aspekt kann ja, man muss ja eventuell nur für GT später einmal hochgehen. Ja. Also es könnte ein riesiger Time Save sein, tatsächlich. Ah ja, das stimmt. So, Skull Woods ist auch ein Crystal. Ja, hast du das? Ah gut, ist ja wurscht. Ah, du hast Spiegel. Du kannst Sicket später holen. Bei T-Storm. Oder wenn du unten runter gehst, kannst du halt vor Sicket spielen. Stimmt. Du hast Mitz, du kannst das. Ach, ich hab ja auch schon Mitz. Cool. Ja, Mann. Ja. Na, guck. Nach dem Portal. Entscheidungsfrage. Gehst du direkt in T-Storm oder gehst du vielleicht doch in die Front von Storm? Oder Skullwoods reingucken? Naja, ich würde generell sagen, wenn es ein Crystal ist, kann ich es ja machen. Aber da ich jetzt so viele Sachen machen kann, würde ich es jetzt erstmal nicht machen. Gut, dann mach's nicht. Aber im Print, also auf der anderen Seite muss ich ja eh, naja, ich muss ja eh hin. Man kann es jetzt so auslegen, dass ich ja deshalb gerade jetzt gar nicht gucken müsste, weil ich ja gleich irgendwie sowieso nochmal mit dem Fire Rod hin muss. Oder man sagt, man verliert ja kaum Zeit, weil, obwohl, das ist auch Quatsch, weil ich ja später dann die Front weglassen kann. Ja, alles gute Gedanken. Die Front von Skywoods kann tatsächlich sehr langsam sein. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, mache ich jetzt eher Sick Hit und so, aber ist ja eigentlich wurscht, ich kann ja hier rein, ich kann ja alles machen, ich brauche ja jetzt nichts genau. Von Sick Hit oder sonst was. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, jetzt nicht direkt Thief Town zu machen. Ja. Es wäre natürlich unglücklich, wenn dein Boots jetzt hier draußen liegen in welchem Outcast und damit Thief Town schneller wäre. Na gut, aber das könntest du ja bei jedem Check sagen. Genau. Man hätte halt sagen können, je nachdem, wie du weiter routest, dass du erst noch Seahouse checkst. Weil, ob was du jetzt, ist das? Der Check vor, rechts in Village of... Der Check rechts, genau. Das Haus ist so geformt drin, wenn du gehst wie ein C. Ach so, See, ja. Ja, ich dachte an See. Quasi also ins Meer. Weil du gehst sowieso dann nach rechts und dann wieder zurück Richtung Seahouse, um nach unten zu gehen. Kann man auch vorher machen, in der Hoffnung, dass die Boots da sind. Hängt so ein bisschen davon ab, wie du vielleicht routen würdest, weil du hast jetzt das Problem, du hast unten immer noch das Digging Game, K45 und Stun. Mhm. So, wenn du jetzt nach Tiefstown, nach Skywoods oben gehst, dann bist du halt ewig weit von den Checks wieder weg. Wenn du jetzt aber nach Skywoods gehst, dann bist du halt weit weg von... Digging Game und Co. und hast halt auch die Smith Chain, die du nicht so einfach mit reinrufen kannst. Das heißt, dadurch, dass du jetzt halt Skullwoods nicht schon direkt vor Tiefstown zumindest einmal in die Front reingeschaut hast, hast du dir Skullwoods jetzt halt so ein bisschen glücklich positioniert. Und falls halt in der Front, was in Skullwoods immer gerne sein kann, ein wichtiges Item liegt, wie zum Beispiel die Boots oder so,
kommst jetzt halt in der Regel erst sehr, sehr spät hin, weil du hast da jetzt eben halt die Möglichkeit auf zwei Items, vielleicht nur eins oder sogar gar keins. Es ist gegenüber deinen ganzen anderen Optionen nicht sehr attraktiv. Ja, das ist vielleicht auch ein Aspekt, wenn ich jetzt zum Beispiel Skullwoods die Front gemacht hätte, hätte ich ja auch Bumper Cave zum Beispiel gecheckt, oder? Beim Rausgehen. In der Regel schon, ja. Das ist dann natürlich auch noch ein kleiner Vorteil, also, weil das ist ja jetzt auch am Arsch der Welt. Also erst wenn ich zur Graveyard Ledge und so gehe, würde ich da ja wahrscheinlich das nächste Mal hin. Genau. Gut, du hast noch nicht das Cape, das heißt, das Item könntest du sowieso noch nicht abholen. Das heißt, es wäre zwar Information für dich, aber es würde dir jetzt konkret nicht weiterhelfen, ja, wenn du weißt, was da ist. Ne, aber ja, es hätte halt schon seine Vorteile, nach Skullwoods zu gehen. Ne, muss man wissen. Also ich kann absolut die Entscheidung verstehen, warum du nach Thieftown gegangen bist. Und ich würde es auch mit dem Wissen, dass der Fire Rod ja auf der Library ist und wir wissen, wo wir ihn abholen können, durchaus so machen, weil ich einfach versuche, Skullwoods dann mit dem Fire Rod erst zu betreten. Und wir haben ja noch eine Menge Checks, wo wir die Boots finden können für den Fire Rod. Ja. Ne? Also in diesem Seed bietet es sich durchaus an. Ne? Aber generell ist es definitiv schon ein Gedanke zu sagen, okay, ich gehe mal kurz mindestens in Skullwoods vorne reinschauen, guck, ob ich vielleicht ein schnelles Item rauskriege. Man muss ja nicht unbedingt nach beiden suchen. Und da die Motte kein Small Key haben kann, ist es sowieso sehr wahrscheinlich, dass die Motte immer ein Item hat. Oder wahrscheinlicher, dass die Motte ein Item hat. Das heißt, dass man beide Items tatsächlich in der Front kriegt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber die Motte kann kein Small Key. Gibt es überhaupt in Skullwoods eine Map? Ja, gibt es einen Kompass auch, ne? Ja, also Map und Kompass gibt es für jeden Dungeon. Kann auch auf der Motte jedes Mal sein. Kein Problem. Ne, aber die Motte halt kann keinen der drei Skullwood Small Keys haben, was halt schon eine Menge ist für den Dungeon. Ja. Ne, und dementsprechend, ja. Und die kann den Big Key, doch, den könnte sie haben. Die könnte sie haben, aber dann kann die Big Chest auch keinen Small Key haben. Ja. Ist nur ein Umweg dann. Ja. Das heißt, das war klar. So, jetzt würde ich wahrscheinlich, weil jetzt erstmal wieder nichts offen ist an Crystal Dungeons, die ich machen könnte, würde ich jetzt wahrscheinlich hier auf jeden Fall noch Sick Hit und Village of Outcast mitnehmen und die Mist Chain mit Mirror machen. Weil ich dann unten bei Agina auskäme und dann könnte ich auch immer noch gucken, kann ich Desert vielleicht clearen und so weiter. Den Weg würde ich jetzt nehmen. Ja, den hätte ich wahrscheinlich genauso genommen. Solange die Boots nicht auftauchen und ich mit dem Fire Rod nach Skullwoods gehen könnte, ja, würde ich das auf jeden Fall so machen. Wenn die Boots jetzt hier in der Smith Chain auftauchen, hast du halt die interessante Frage. Du bist halt gerade beim Fire Rod und noch so halb in der Nähe, geht man da vielleicht erst Richtung Skullwoods und verzichtet dann halt eventuell auf den Rest der Smith Chain. Weil man ja auch so immer noch nach Desert kommt. Es würde halt so die Checks so ein bisschen isolieren. Aber ja, das sind halt auch so Überlegungen, die kann man jetzt halt, während man diese ganzen Checks macht, die sucht man ja nicht mehr, da weiß man ja, was man für machen muss. Ja. Na, aber man hat jetzt also gedanklich die Zeit zu gucken, okay, wenn ich jetzt das finde, was mache ich mit meinen Optionen? Das gehört dann halt auch immer so ein bisschen dazu. Dass man jetzt halt nicht auf einmal sagt, okay, jetzt habe ich die Boots gefunden, oh Moment, jetzt kannst du viel machen, was mache ich? Na, sondern dass man weiß, okay, jetzt habe ich die Boots gefunden, okay, jetzt mache ich das und das. Weil man könnte auch mal drüber nachdenken, was brauchen wir eigentlich noch für Gomo? Ja. Naja, vielleicht Boots. Moment. Ja, eine Flöte. Wir brauchen vielleicht Boots. Und wir brauchen nur einen Fire Rod. Ja, und den wissen wir, wo der ist. Das heißt, wir brauchen Boots. Ja, stimmt, ne? Aber es sind halt im Prinzip für unseren Go-Mode fehlen noch Boots, die Flöte und eventuell Medaillen, um nach Mittelmeier reinzukommen. Ja. Wir haben ja erst eins. Stimmt. Aber sich darüber im Klaren zu sein, okay, wie viel suche ich noch und was suche ich noch,
ist definitiv in dieser Situation das Seed sehr wichtig, weil es davon oder deine Entscheidung beeinflussen kann, wie viel du noch checkst oder ob du halt vielleicht versuchst, aggressiver zu checken. Ne? Vielleicht das ein oder andere einzelne Item auslässt, weil du suchst ja nicht mehr so viel, du suchst halt nur noch ein oder zwei Items da. Ja, richtig. Also der hat mich jetzt ein bisschen geärgert hier, das Digging Game hat mich geärgert. Ja, kann immer sein. Hast du auch noch ein bisschen ineffizient gebracht, immer so eine einzelne Reihe zu Ende schaufeln? Ja. Dauert halt langsam. Was du halt machen kannst, du kannst dich halt immer so ein bisschen zwischen zwei Reihen stellen und dann so mit leichten Hoch-Runter-Bewegungen zwei gleichzeitig arbeiten. Das ist schneller. Ja. Und das gibt dir auch gerade bei so langen Digging-Games mehr Spielraum hinten raus, wenn du wirklich 29 oder 30 Digs brauchst. So viele Infos, das ist so interessant. Ja, wird durch den Stift raus oder das VOD wird auch als Highlight gespeichert. Das kann man sich aber immer wieder angucken. Hier habe ich immer Schiss. Ich will mir irgendwie die Treppe da nicht zerbauen. Ich weiß nicht, wo man hier effektiv mirrort, aber ja. Kann man auch oben. Du hast jetzt kein Powder, das heißt, über die Dings Faraday ist sowieso noch nicht wichtig. Hättest vielleicht Hammerpacks machen sollen einfach, oder zuerst machen sollen einfach, weil das Powder dort sein kann, dann würdest du jetzt hier einmal Mirror sparen. Das heißt, den Frosch hätte ich auch mitnehmen können. Ja, in Hammerpacks ja. Gut, ja. Na, das macht also auch Sinn, so zwei immer zu machen hier, ne, quasi, oder? Genau. Hast halt weniger Laufstrecke. Das spart einfach Zeit. Gut. War jetzt nix. Nö. Hier auch wieder kleine Routing-Optimierung in dem Sinne. Ist ohne Schaufel eigentlich immer sinnvoller, erst K45 zu machen, falls die Schaufel da liegt. Weil wenn man zu Stump geht, dann zu K45 und dann nochmal zur Schaufel, dann läuft man den Weg doppelt. Ja. Den man andersrum nie doppelt laufen kann, weil Stumpy nichts haben kann, das K45 schneller macht. Oder ja, den Weg von K45 schneller macht. Wäre das jetzt ein Buttersword, würde man das mitnehmen in so einer Situation? Ja, ne? Sollte man in der Regel, gerade noch so früh, weil es spart dann halt doch noch eventuell, gerade bei Witchiers, die ein oder andere Sekunde ohne Silvers. Und es ist halt wirklich sehr schnell zu mitnehmen. Ja. Wäre es jetzt zum Beispiel auf Bumperlet stimmen, würden einige sagen, gerade auch mit Silvers sagt, das ist die Mühe nicht wert. Weil Tempered Sword mehr, ne, oder Butter Sword macht bei Ganon halt, wenn du geübt bist, auch nicht mehr Schaden. Für dich ist es vielleicht sogar noch angenehmer, das Butter Sword zu haben, weil du eben diese One-Ward-Cycles noch nicht so sehr trainiert hast, dass du sagen kannst, die sind sicher. Und dann spart dir ja auch das Butter Sword bei Ganon noch Zeit. Erklär doch nochmal, ich meine, das ist, die Situation habe ich eigentlich nur selten gehabt, aber wenn ich jetzt diese ganzen Checks nicht mitnehmen würde, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich die Truhe hole und dann einfach bei dem Händler ohne Truhe quasi die Truhe abgeben kann, oder? Ich könnte doch. Ja, auch, ja. Ja, aber das erfordert, dass du die Truhe halt in der Dark World holst und dann aus der Dark World zu dem Typen hier spiegelst. Du kannst sie nicht in der Dark World abholen, dann in der Light World stehen lassen und dann hier hinlaufen. Dann muss sie dran sein. Es ist ein Glitch. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Truhe, auch wenn du sie irgendwo stehen lässt, immer noch als dein Follower zählt. Und normalerweise würde das gelöscht werden, wenn du die Truhe oder die Truhe zurückgesetzt werden, wenn du sie in der Dark World irgendwo stehen lässt oder und dann in die Light World spiegelst. Dann wird sie wieder an ihrer Ausgangsposition sein. Ja. Würdest du jetzt. Wenn du aber auf dem Screen spiegelst, wo der Typ steht, dann wird die Flag, dass er die Truhe öffnen soll, trotzdem gesetzt. Und die Truhe wird aber nicht zurückgesetzt, solange du noch die Iframes hast, die du vom Spiegeln bekommst. Solange gilt die Truhe immer noch als dir folgt. Okay. Deswegen öffnet der Typ dir die Truhe immer noch, obwohl du sie gar nicht da hast. Okay. Würdest du jetzt von hier Agena Cave machen? Auf jeden Fall mitnehmen, ne?
bist ja da. Und wenn da die Boots sind, du gehst erst nach Desert rein, dann zur Gina und nochmal nach Desert rein. Ich meinte jetzt, also, ja gut, klar, Gina K4 und die Ledge würdest du die vorher checken, macht auch Sinn, ne? Klar, der kleine Umweg. Du kannst es ja zum, du musst ja sowieso zum Öffnen hingehen und du kannst es so routen, dass du halt mit ein paar oder nur ein paar extra Schritten halt einen Blick auf die Ledge wirst. Und dann, wenn Desert Bootstock ist, dann willst du nicht erst nach ganz links durch Desert durchlaufen wollen. Nur um zu sehen, dass du dann das Ledge Item nicht mehr brauchst. Ja, true. So, Basa, danke für dein T2-Sub. Vielen Dank für die ganzen Resubs. Ich habe jetzt nicht bei jedem Danke gesagt. Aber mein Dank ist da. Aber wenn du halt sowieso den Weg hier bist, hast, du musst gar nicht so tief runtergehen, so reicht schon. Du kannst aber nur kurz nach links noch, dann siehst du es halt nur kurz, genau. Kein weiter Umweg und das ja, ist halt ja, stimmt. Ein schöner Blick. Ist halt eine interessantere Frage, wenn du sehr früh im Seed zu Agena gehst, ohne Buch. Ja, weil dann ist der Weg extra rüber einmal, um das Item zu checken und nur um dann zu Agena zu gehen, doch etwas weiter. Ja. Mhm. Boah, wieso warst du so lange schwarz? Weil du einmal A drücken musst, damit die Katze nicht weitergeht. Oh, ist das so? Kann man mal vergessen, ja. Und solange du nicht A drückst, dann bleibt die Katze halt so schön auf dich reingezoomt. Das war auch eine tolle Cutscene, muss ich sagen. Also. Ja, man kann sie sich so lang machen, wie man möchte. Ist halt nur nicht unbedingt so sinnvoll, wenn man versucht, möglichst schnell zu sein. Würdest du immer erst... Nee, das macht schon Sinn so und dann gucken, ob... Obwohl, nee, das... Immer erst die Truhe, ja. Weil wenn das hier kein Schlüssel ist, jetzt dann weißt du gucken. Genau, du kannst safe kann machen, weil raus, war nichts auf der Ledge. Ja. Stimmt. Es ist ja völlig egal, was für ein Schlüssel es ist, der Dungeon ist hart bootslockt. Ja. Jetzt würde ich auf den Berg, weil zu viele Checks. Genau, könnte man noch. Auf jeden Fall. Und hätte ich wahrscheinlich aufgemacht. Wir müssen aber halt bedenken, da ist immer noch Hyrule Castle. Mhm. Hat 3 Items. Die Pyramide hat ein Item, Catfish hat ein Item, da ist Great Village. Aber da sind ungefähr 20 Items auf dem Berg. Und ja. Macht definitiv Sinn, da hinzugehen. Ja. Wie gesagt, wir brauchen eine Flöte, wir brauchen Boots. Und das sind ja auch tendenziell jetzt gerade Items, gerade die Boots. Ah, dadurch, ist es ein Hinweis, dadurch, dass man so früh irgendwie einen Fire... Nee, es ist kein Hinweis, dass man jetzt einen Fire Rod findet, dass früh auch irgendwelche Boots sind, ne? Also... Ja, eben nicht, weil nee. Ich hatte es dir am Anfang gesagt, der Fire Rod kann auch erst sehr, sehr spät im Seed liegen. Und, Bruder... Das ist genau die Situation. Weil so viel macht der Fire Rod tatsächlich gar nicht auf. Nö. Skywoods und Trinex, ne? Genau, ne? Teil von Turtle Rock, wobei du kannst theoretisch ohne Fire Rod bis zur Laser Bridge in Turtle Rock kommen. Was auch immer lustig ist. Ja. Ein Teil von Ice Palace kann halt, ne, oder Ice Palace kann halt auch mit Bombus aufgemacht werden, dafür brauchst du den Fire Rod nicht zwingen. Und du hast halt in Skywoods hinten die Modde und die eine Truhe unter der Brücke, die halt Fire Rod macht. Übrigens hier, du gehst halt immer direkt auf die rechte Seite und schaust den Lee's Backrock an. Das ist etwas, das ist sehr ungewöhnlich tatsächlich ja. In der Szene. Auch wenn die Checks relativ langsam sind, du kriegst halt 2 Checks da oben direkt zu sehen. Auch ohne Mirror würdest du es machen? Gerade ohne Mirror, weil dann hast du halt die Sichtcheck auf den Mirror-Check trotzdem und du hast ja irgendwie nicht die schnelle Möglichkeit nach Hera zu kommen. Den Mirror. Du weißt halt nicht, ob der schnell auftaucht. Und du weißt halt nicht, ob du irgendwann hier schnell wieder hingehst zu dem Check. Und wenn du das Ganze oder mit den ganzen Optionen, die du machen musst, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Buttersword. Das da würde selbst einige ich jetzt, glaube ich, liegen lassen. Genau, überlegen, ob sie das. Also ich mach's jetzt nicht, aber ja, aber ich glaube, ich hätte dann in so einem Stream irgendwie, hätte ich gesagt, komm, hol ich jetzt nicht, scheißegal. Weil es ja eigentlich, also ein Buttersword, ja, macht so viel Unterschied, macht's ja jetzt nicht. Nee. Also ich habe Half Magic irgendwie, also da ist selbst bei mir, bei meinem Skill bei einem Ganon kaum noch ein Unterschied, würde ich sagen. Genau. Aber der Vorteil ist, solange du halt eben diese Setups für. Oh, warte mal, ups. Konnte ich da links lang? Nein. Du kannst aber mit einem nicht ganz simplen Bombjump da tatsächlich wieder über die Lücke rüber und das spart Zeit. Ja, das ist jetzt schon ein langer Weg für ein Buttersword. Das muss ich erstmal an Damage wieder rausholen, sag ich mal. Genau. Ne, es kann immer noch bei Vitrius gerade ohne Silver sehr angenehm sein. Würdest du denn jetzt trotz... Obwohl, ja, jetzt bin ich ja hier. Du würdest trotzdem unten lang gehen immer? Ja. Und zwar aus
einem ganz großen Grund. Hera ist ein Pendant, was wollen wir in den Dungeon? Ja. Sind nur zwei Items, du hast rechts 14, die du checken kannst. Mhm. Ja, in den Dungeon meinte ich jetzt auch gar nicht. Ich dachte eher obenrum nach rechts quasi und dann hätte ich das Tablet mitnehmen können. Also. Ja, aber das Tablet ist ein Check und rechts ein 14. Bei den Rands. Ja. Und das Tablet kannst du dann immer noch mitnehmen, wenn du da zu Hera gehst, wenn du hier drüben nichts gefunden hast. Mhm. Teto schreibt jetzt zum Beispiel, das ist ja auch vielleicht ein anderer Gedanke, wäre oben lang wegen Spiral Cave. Ja, kann man machen, definitiv. Weil man, also es ist hier nicht unbedingt verkehrt, oben über das Tablet und dafür für Spiral Cave zu gehen. Okay, ja. Ich persönlich würde das Ganze halt, dadurch, dass wir Spy Cave nicht machen können, halt jetzt hier die ganzen schnellen Checks mitnehmen, dann Tablet Hera machen eventuell und dann nochmal für Spiral Cave wieder zurückkommen oder für Turtle Rock. Mhm. Es ist schwer. Ja, weil, ja, gut. Wenn du jetzt nach oben gehst über das Tablet, dann fühlst du dich zumindest verpflichtet, einmal in Hera reinzuschauen. Ja. Und ja, wie viel machst du dann in Hera? Nimmst du nur das schnelle Item? Ja, ja. Also ist beides einfach nachvollziehbar. Also beide Gedanken sind nachvollziehbar. Man kann es definitiv machen. Es hat Vor- und Nachteile. Aber gerade in unserer Situation, so viel wie wir noch, ne, oder so viel wie wir hier rechts noch offen haben und so wenig wie wir noch finden müssen. Ich weiß halt nicht, ob Teto weiß, dass der Fire Rod, den wir noch brauchen, auf der Library liegt. Mhm. Und wir deshalb im Prinzip nur noch zwei Items theoretisch suchen. Was wäre, wenn du jetzt auf Spectacle Rock Progress gehabt hättest und du ja sowieso dahin mirroren müsstest? Dann nimmst du ihn mit. Dann gehst du rum. Mhm. Okay. Und gut. Hier nimmst du auch schon quasi die Dark World mit, oder? Ja. Also ich persönlich mache das dann immer, dass ich mir unten das Portal hinlege zwischen die beiden Eingänge, dass ich die nacheinander oder abgehen kann. Und dann brauche ich mich auch um den Bombjump nicht kümmern, der manchmal schief gehen kann, wenn man sich in der Position nicht so ganz... Aber jetzt würdest du unten reingehen? Nee, rechts. Okay, das... Oh, ups. Null. Okay. Jetzt muss ich ja kurz mal überlegen. Ach stimmt, dann bin ich ja da, wo der Bomb... Spiegel. Ja, genau. Ja. Ah, ja, okay, lull, stimmt. So, und wenn du jetzt hier nämlich dann nach den oberen 5 wieder rausgehst, durch denselben Eingang, gehst du ins Portal, links in den Eingang und bist sofort in den Super Bunny drin. Ne? Brauchst du den Spiegel für? Ja, und wie mit? Aber den brauche ich ja sowieso bei der Überlegung, also. Genau. Das heißt, du machst jetzt den Bombjump gar nicht, sondern du springst ja rein. Ja, wozu auch? Bin ja wieder unten. Okay, das ist natürlich spannend. Bis man da mal ohne Spiegel steht. Ja, das ist natürlich super, weil jetzt nehme ich das hier. Ja, das ist natürlich geil. Und oben kann ich wieder mirroren, dann habe ich ja quasi beides mit einem Weg abgenommen. Das ist geil, ja. Ah, cool. Sehr, sehr nice. Optimal übrigens für die Route durch Super Bunny Cave. Du hast den ersten Block mit dem Hookshot an den zweiten direkt ran und den dann ganz schnell mit Quickswap mit dem Mirror dann deleten. Mhm. Nicht beide, weil du läufst ja dann halt dieses kurze Stück, das du auch mit dem Hookshot dann machen kannst. Ja. Und auch hier kann man tatsächlich unten einfach nur den oberen rechten Stein verschwinden lassen, um zur ersten Truhe zu gehen mit dem Mirror. Und dann den in der Mitte, dann schiebt man einen Block weniger. Das sind halt so diese ganz kleinen, feinen Optimierungen. Ja, na klar. Jetzt würdest du jetzt gucken, würdest du, Turtle Rock ist ja jetzt nicht interessant, würdest du trotzdem gucken, weil es kann ja sein, dass wir rein müssen? Die Sache tatsächlich in dieser Situation würde ich gucken, einfach um zu wissen, ob wir rein können oder nicht, weil, ja okay, Quake, weil so langsam, wenn jetzt ein Hookshot-Cave ist, nichts ist, gehen uns doch die Optionen aus, ne? Und dann eben zu wissen, ob Turtle Rock eine Option ist oder nicht, kann auf jeden Fall wichtig werden. Und Floating Island hier abzuchecken macht auch schon Sinn vorher, ne? Oh, das ist halt eine
Das ist halt eine interessante Frage, weil du machst jetzt halt einmal extra Mirror und zurück, wenn du dann eh gleich nochmal in die Lightworld Mirrors für Spiral Cave, ne, oder für Hera. In dieser Situation wahrscheinlich jetzt ganz gut, eben auch wegen Hera noch. Ja. Man könnte aber halt auch Hookshot Cave direkt machen, weil man da eh vorbeikommt und eben riskieren, dass da nichts ist und dann eben... Oh ja, und dann hochgehen und sich dann ärgern oder sagen, genau, okay, richtige Entscheidung. Und nicht wieder in die Dark World zurückgehen, okay. Wenn da eben nichts ist. Verstanden. Aber gut, dass wir jetzt wissen, dass da die Flöte ist, ist schon mal wichtig. Und ja, jetzt suchen wir halt nur noch Boots und eventuell das Maya-Modell. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Okay, Flöte noch abholen. Mhm. Aber jetzt nach der Flöte haben wir nämlich die Option zu sagen, okay, wir gehen immer noch rüber nach Hera. Oder wir sagen, wir machen jetzt nur noch Spiral Cave, machen danach den Safe and Quick, gehen die Flöte aktivieren und gehen erstmal in die Maya Area, wo wir halt Super Bunny oder Maya Chat mit zwei Items, Checkerboard Cave mit einem Item haben und Maya eventuell, was ja auch noch ein Red Crystal ist, was uns immer noch die Red Bomb öffnet. Ja. Wenn da dann die Boots sind und wir in Maya rein können, wären wir im Go-Mode. Wozu sollten wir denn hier nach Hera gehen? Würde aber natürlich das Risiko bedeuten, dass wir jetzt, wenn in Hera noch die Boots liegen oder so, da halt jetzt nicht ganz so schnell hingehen. Ja, generell könnte man jetzt natürlich auch sagen, jetzt sind wir aber auch schon so nah an Spiral Cave zum Beispiel. Oder würdest du Spiral Cave komplett weglassen jetzt? Nee, also wenn, dann würden wir Spiral Cave jetzt machen und danach safen können. Ansonsten würden wir erst zu Hera gehen und danach immer noch gucken, ob wir dann nochmal für Spiral Cave. Also ich glaube, ich hätte das jetzt auch gemacht, wenn ich wüsste, dass ich in Maya reinkomme. Dann wäre es für mich natürlich wieder klar. Dann würde ich wieder die Regel befolgen, so Crystal ist auf, ich kann es machen. Aber das heißt, wenn ich jetzt Safe and Quit machen würde, Maya Check, und ich habe jetzt keinen, entweder ich komme nicht rein in Maya, dann müsste ich wieder... Ja, dann hast du aber trotzdem drei Items da und du hast die aktivierte Flöte und du hast den Spiegel, mit dem du schneller nach Hera zurückkommst als sonst, ohne Spiegel. Das heißt, es ist nicht so ewig lang der Weg nach Hera, wie er sein könnte. Ja. Und du hast eben diese drei garantierten Items in Maya und du kannst eben halt, wenn Maya offen ist, halt ein Crystal und die Red Bomb freischalten. Ja. Also es hat definitiv seine Vorteile, hier jetzt zu sagen, wir suchen nur noch die Boots theoretisch. Wir machen das mal so. Du hättest Spiral Cave machen sollen. Ja. Also das hätte ich jetzt mit Sicherheit nicht so gemacht, aber ich kann das absolut verstehen und klingt sehr sinnvoll. Genau. Ja. Ja, also jetzt der Safe and Quit von oben war tatsächlich eben das, was, wo du jetzt halt Spiral Cave sehr isoliert hast und was man hätte vielleicht eben noch mitnehmen sollen für diesen einen extra Check, weil man da so nah dran ist. Ja, so nah, ich hätte jetzt wieder mirrorn müssen. Du hättest ins Portal zurück springen können, aber dann stehst du ja direkt vor Spiral. Es ist ein langsamer Check, ne? Keine Frage. Und es ist ein Check, wenn ich gegen einen sehr starken Gegner wieder spielen würde, wo ich dann halt vielleicht sogar also sage, gegen mich, okay, ne? Ne, auf jeden Fall. Gut. Ja, klar, dann ja, ich verstehe schon. Das ist halt auch ohne Boots, fühlt sich einfach immer falsch an. Ja, aber man muss halt irgendwo die Boots noch finden. Bringt jetzt halt nicht so viel, wenn du jetzt rechts und links Checks liegen lässt und die Boots nicht findest. Ich meine, dass du die Boots sowieso nicht findest, das überrascht ja keinen. Aber nee, das ist ja normal, aber gut. Aber irgendwann müssen sie ja kommen. Genau. So, jetzt hast du nämlich auch noch so diese Fragen. Okay, nach Maya, du siehst jetzt gleich welches Medaillen, du siehst Maya Schatz, drei Items. Du hast immer noch diese drei Items im Castle, die wir jetzt früh im Seed gesagt haben, okay, wir nehmen den Darkhold Access, den lassen wir erstmal liegen. Und wenn da dann die Boots sind, würde man sich in so einem kompetitiven Ding ja wahrscheinlich ärgern. Oder, was heißt ärgern? Wir können rein, das ist natürlich jetzt perfekt. Nicht nach Desert haben wir schon. Nee. Ich sehe gerade Frage im Chat, können die Boots nach Logik auf dem Pad liegen? Absolut, dazu brauchen wir aber noch Quake und ein Ice Rod. Das Cape. Ist schon mal gut, dass wir es jetzt da oben liegen. Ja. Obwohl, nee. Es ist jetzt halt die Frage, wir waren nicht in Skywoods, wir wissen nicht, was da vorne ist. Ich würde jetzt tatsächlich hier Checkerboard Cape zuerst sogar machen, weil Maya ohne Boots ist langsam und auch die Checks in Maya finden ist langsam.
Oh, ja, Teto denkt gerade weit genug mit, weil der Firehawk ja auf Library ist. Geht gar nicht. Hab ich gerade nicht dran gedacht. Ah, oh, den hätte ich sogar mitgenommen, glaube ich. Wozu, wenn wir das den Cloak haben? Spike Elf. Aber ich habe ja einen. Ah, okay, ja, never mind. Ja. Ich bin gerade gedanklich. Ja, alles gut. Alles gut. Nee, Mummy Cape absolut. Nee, das Ding. Wer braucht das Ding? Kompletter Müll. Lag nur. Einfach die schlechtere Variante. Ich wüsste gerade gar nicht, wo es das hergab im Vanilla. In Spy Cape? Ich meine, das Cape war ein King's Blue. Ja, wieso holt man denn. Echt? Burner ist in Spy Cave? Aber da muss man ja sowieso schon den Cape haben. Für die Unverwundbarkeit vielleicht, und Burner macht zum einen auch Schaden. Ja, wow. Und verbraucht zum anderen weniger. Hat zwar Anfangskosten, aber der gesamte Magieverbrauch, oder der aktive Magieverbrauch, während es läuft, ist geringer. Und zwar auch so, dass wenn du mit voller normaler Magie Cape und Burner gleichzeitig aktivierst, dass die Hälfte der Magie schneller mit dem Cape verbraucht ist als mit dem Burner. Also fürs Vanilla-Spiel war das wahrscheinlich ein Upgrade. Jetzt sowas gedacht, weil du mit dem Cape ja dann den Stab holst, der noch krasser ist, weil du bist auch unverwundbar und machst noch Damage. Vermutlich, ja. Dass das Ganze dann effektiv eigentlich vollkommener Unsinn ist. Na gut. Ja. Verrückt. So, und hier bin ich halt auch nie so ganz sicher. In Maya. Wann gehe ich zu diesem Scheiß-Check, dem Vanilla Big Key, zu der Chest? Also, will man das komplett so weit wie möglich nach hinten schieben? Gibt auch verschiedene Strategien, aber ganz wichtig ist immer erstmal die obere Firelock-Kiste definitiv anschauen, ja, und gucken, ob es ein Small Key ist. Weil, wenn es ein Small Key ist, dann gehst du auf jeden Fall runter. Ups. Da ist dann der Big Key. Das auf jeden Fall. So, mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ein Small Key. Ja, dann kannst du jetzt zur Big Key Chest gehen, find den Big Key holen, den brauchst du auf jeden Fall. Da gibt's kein großes Denken. Warum weiß ich, also wie viel. Okay, wie kommt jetzt die Regel zusammen, dass jetzt unten. Key-Logik. Mhm. Hier kann es, ne, hier kommt's wieder wie im Pott. Wenn du es verstehen willst, dann wird eine Wissenschaft drauf. Wenn du dich einfach nur an die Faustregel hältst und darauf vertraust, das ist so, dann ist es immer so und brauchst nicht viel nachdenken. Ja, die will aber ich. Was ist denn die Faustregel? Wenn oben in der oberen Firelock-Kiste ein Small Key ist, ist unten in der Cutscene-Chest immer garantiert der Big Key. Hä? Okay. Immer. Key-Logik muss das erlauben, weil sonst darf auf der linken Seite kein Small Key sein. Ne? Das ist auch wichtig für Items. Wenn der Big Key irgendwo rechts ist, dann kann in beiden Firelock-Chests kein Small Key sein. Und wenn du schon Karte und Kompass gefunden hast, dann weißt du, dass die beiden Items auf der Firelock-Seite sind. Okay, das ist ja crazy. Das heißt, wenn ein Small Key da oben ist. Also, es wäre für mich jetzt erstmal die beste Strategie, wenn da einer ist, dann gehe ich hier runter. Auf jeden Fall, weil da ist immer der Big Key, den musst du immer abholen, wenn Mayan Crystal ist. Okay. Und du bist sowieso schon auf der Seite. Das hier, ohne Fire Rod, muss man das wirklich so machen? Ja. Und auch erst hier schieben oder ist das unnötig? Du kannst oben erst schieben und anmachen und dann unten schieben und anmachen, das reicht. Du musst dich erst beide schieben und dann anmachen. Darfst nicht viel trödeln, aber es reicht. Aber warum? Wieso macht man das zum Beispiel nicht in so einem Randomizer auch schneller? In seiner Version? Ist das nicht mal eine Überlegung gewesen? Was, ab und zu gibt's das ja, ne? Endlinked Pass nicht. Nee? Nee, da ist alles. Ja, stimmt, auch die Wand da ja in der Da sind alle Cutscenes Vanilla gelassen, die nicht komplett rausgeschnitten wurden. Mhm. Na, also es wurden halt alle Textboxen rausgeschnitten, weil die kein Schwein brauchen. Es gibt die schnelleren Cutscenes oder die Wand direkt offen in anderen Modi oder in für. Also, oder speziell in experimentellen Modi so, vielleicht kommt es noch, ne?
Ja, genau, ich meine, ich das auch schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ja, aber im normalen Rando ist es einfach nicht drin. Okay. Aber Gründe kann ich dir nicht sagen. Aber es ist ja auch nochmal, es würde ja auch ein bisschen vielleicht seine eigene Route verändern, weil ich weiß ja, okay, das ist ein super langsamer Check und dann vielleicht ja nicht mehr, also vielleicht ist, ja, es ist bestimmt schlau, es einfach auch zu lassen, so. Für Maya ja, es gäbe zum Beispiel in Desert nicht unbedingt viel Einfluss. Ja. Aber, ja. Okay, gut, jetzt habe ich leider gar nicht meine Items mal wieder getrackt. Ich hatte... Nix. Moment, gar nichts. Ich hatte ja, geht ja gar nicht, die Keys. Ja, nix. Das heißt, würdest du jetzt hier alles mitnehmen? Ja, wir suchen noch ein Item. Und wenn wir uns für Maya entschieden haben, gegen Hera, gegen das Castle und wir haben die Red Bomb, dann... Wir wissen ja immer noch nicht, wo die Boots sind. Ich würde es hier nicht riskieren, jetzt nur für Maya... was liegen zu lassen. Vor allem, weil wir jetzt den Langsam-Check eh schon gemacht haben. Der Rest, wir haben noch kein Item gefunden, sind also noch zwei drin. Der Rest geht relativ schnell. Da ist das erste. Und wir könnten jetzt hier zum Boss gehen und hoffen, dass das zweite Item nicht rechts liegt. Aber wir können auch eben kurz nach rechts gehen zur Big Chest, von dort zur letzten anderen Truhe, von dort zu Vidian. Das ist nicht viel. Also hier lang ist nicht schlau? In diesem Fall gerade nicht. Weil, wobei, da ist die Small Chest, da kommen wir ja schnell dran. Wenn da das Item wäre, könnte ich einfach nach oben gehen. Wobei ich, ja, könnte man machen, tatsächlich. Und dann würdest du runterspringen. Vielleicht ist das sogar schlauer. Ich kann dir jetzt tatsächlich nicht genau sagen über die Key-Logik, die hier ganz vielleicht hintersteckt. Man könnte vielleicht sogar noch eine von den Truhen ausschließen, aber da bin ich nicht tief in der Materie drin, um das vielleicht noch zu sagen. Und jetzt haben wir alle unsere Items. Ja, und jetzt können wir die Truhe da auslassen. Also hier jetzt direkt die Truhe rechts zu nehmen, kann halt eventuell problematisch sein, falls du halt einen Small Key weniger irgendwo bekommen hast. Beziehungsweise die Small Keys vielleicht anders liegen, ich weiß es nicht genau. Und du dann ohne einen Small Key vielleicht nach oben gehen wollen würdest. Ja. Deswegen wäre die Variante, wie ich sie gerade gezeigt habe, auf jeden Fall sicherer. So, dieses Spooky ohne Boots geht natürlich auch irgendwie wahrscheinlich, ne? Ja, aber dazu haben wir nicht das Equipment tatsächlich. Und wir haben den Fire Rod nicht, mit dem wir den Spooky ausrüsten. Ach so, stimmt. Wir haben ja keinen Fire, ja. Also, ja, bringt nicht viel. Tatsächlich aber ohne Boots, wenn du den Ice Rod hast. Kannst du tatsächlich mit dem Ice Rod die Ice Rod Partikel-Effekte nutzen, um anstatt des Stauchs durch die Boots den Somaria Block gehen. Musst du halt ein bisschen mit dem Menü arbeiten und schnell mit dem Somaria Block sein nach dem Ice Rod Shot. Der muss nämlich noch auf dem Screen sein. Aber funktioniert. Ja, also es geht auch mit anderen Sachen. Teto schreibt hier schon gerade, mit dem Fire Rod geht's. Es müsste auch mit Silvers gehen, meine ich, dass das geklappt hat. Ich bin mir nicht sicher beim roten Boomerang. Ich glaube, der könnte Spooky resetten, wenn man ihn benutzt. Das heißt, da weiß ich nicht, ob das klappt. Aber Silvers sollte auf jeden Fall auch gehen. Den Pilz? Ah, ne, den Pilz habe ich nicht mehr. Ja, wir hatten ja die Lampe, können wir nicht abgeben. Ich würde jetzt die Pulle nehmen, weil ich werde sie mit dem Green eh nicht mehr, glaube ich, brauchen. Ich würde sie nehmen. Du hättest tatsächlich mit Redmail sagen können, okay, du lässt die Flasche ausgerüstet, gehst aber einmal rein für ein paar Slashes, guckst oder wartest, bis du vielleicht einen Hit kriegst, weil du überlebst definitiv einen Hit mit 3,5 Herzen auf Redmail. Und dann die Potion trinken, aber ja. Ja, gut. Ja, stimmt. Hättest auch das Cape nutzen können, wie Tito gerade schreibt, mit Fire Magic. Ja, stimmt. Das Cape. Ja. Ja. Wurscht, ich bin dumm. Egal. So. Das heißt, den haben wir. Machen wir mal das raus. Zack. Hier mal Quake hin. Aether. Okay, das heißt, jetzt würde sich ja der Red Crystal, jetzt hätten wir die Big Bomb und wir könnten Pyramide nehmen oder wir gehen jetzt in Hyrule. Oder du machst erst die Pyramide, spiegelst von da um in Hyrule zu gehen. Ja, das ist natürlich noch schlauer. Ja, das ist wahrscheinlich schlauer. Ja, na logisch, ist doch schlauer. Okay. Ups. Ja, aber deswegen hatte ich halt gesagt, wenn wir in Maya rein können,
ne, mit der Flöte jetzt, ne, oder bei der Flötenentscheidung, bietet sich das Ganze halt so gut an, weil du kannst die Maya Area machen, dann kriegst du die Red Bomb, die gibt dir halt nochmal die Ausrede, ins Castle zu gehen, weil du halt sowieso da bist. Ja. Ne? Und danach kannst du immer noch Graveyard Edge Catfish machen, wenn du möchtest, auch wenn das sehr langsam ist. Du könntest entscheiden, erst nach Skywoods zu fliegen, da in die Front zu gehen, über Bumper Ledge Graveyard Edge Catfish machen. Was hast du Option, zu Hera hochzugehen, für Tablet und Spiral Cave. Mhm. Naja. Gibt einige Sachen, die man von hier aus machen kann, aber die Red Bomb into Hyrule Castle bietet sich jetzt hier halt gerade in der Situation sehr gut an. Und wenn Maya eben nicht betretbar gewesen wäre, hätte man immer noch Hera oder Skywoods spielen können. Oder eben das Castle alleine. Oh. Wie wichtig sind Boots wirklich? Steht im Chat. Kurze Anfängerfrage. Naja, die Boots können genauso wichtig sein wie jedes andere Objekt, weil zum Beispiel, die sind ja jetzt extrem, man sieht es ja hier, ist das beste Beispiel, extrem wichtig, weil ich kann sonst Desert Palace nicht machen, denn da gibt es eine Truhe auf der Torch, die ich nur mit den Boots bekomme. Wenn da irgendwas ist, was ich brauche, um zu Gen zu kommen, ist es extrem wichtig. Das Puder, ich nehm's mit. Das Puder ist halt auch eine sehr unglückliche Position hier auf der Pyramide. Wird sehr gerne sehr isoliert, der Check, weil er sich einfach nicht so gut mit vielen Sachen einrouten lässt, wenn du kein Agassiz hast. Ja, mit der roten Bombe, weil ich eh warte auf die Explosion? Ja. War absolut richtig. Also das meine ich. Ich meine nur jetzt, konnte man nicht früher ein Seed abholen. Und dadurch, dass wir den Filz halt für die Lampe aufgegeben hatten, war Fake Powder auch keine Option. Aber wenn jetzt natürlich auf der Magic Bed oder die Boots liegen, wäre das natürlich sehr unangenehm. Hier müssen wir bedenken, wir haben noch den Small Key, den wir noch nicht gefunden haben. Ja. Das heißt, wenn der jetzt nicht in der ersten Truhe hier ist, die wir sehen, dann ist der garantiert der Dark Cross. Aha. Weil der Small Key hier in Hyrule Castle im Open World kann auch nie in der Boomerang Chest oder in Zeldas Zelle sein. Der Small Key kann nie in der Boomerang Chest oder in Zeldas Zelle sein. Im Open-Modus, das ist ganz wichtig. Im Standard-Modus muss das eventuell sogar, weil ohne ihn kommt man nicht weiter. Okay, ja. Wir haben den Small Key in der Truhe, wo er noch sein kann. Das heißt, in Dark Cross ist ein Item. Wir haben die Karte hier gefunden. Genau. Hier ist es auch wieder wichtig, sich über einen langen Seed unter Umständen zu merken, wenn man Back of Escape macht, aber Hyrule Castle nicht früh, dass man sich merkt, ob man die Karte vielleicht gefunden hat. Oder den Small Key. Das kann auch schon mal eine Stunde auseinander sein. Gut, ich kann ja so machen, oder? Ja, für die Karte. Aber das kostet halt extra Sekunden. Ja. Das möchte man ja nach Möglichkeit nicht machen müssen. Okay, den Smoky übrigens, so wie wir geroutet haben, den hattest du nicht mehr gebraucht. Weil wir haben jetzt ein extra. Von dieser Seite brauchen wir für Star Cross keinen Smoky. Mhm. Das heißt, das wäre tatsächlich auch nur eine Option gewesen, zu sagen, okay, man muss nur den Guard töten, damit die Tür aufgeht, aber man muss nicht mehr auf den Key warten. Ja. Das ist auch nochmal so eine halbe Sekunde, die man sich spart. Ja, ja. Wow, One-Shot. Habe ich im One-Shot besiegt. Das ist ja Das ist ja selten hier mit einem Buttersword. Ja, wenn man früh nach Hyrule Castle geht, dann findet man halt nicht so schnell vier Schwerter. Aber wenn man das halt so spät macht, dann kommt das schon mal vor. Kann man auch mit Fire Rod oder mit Silvers mit einem Shot töten. Fire Rod auch, ja. Ja. Der stylischste Kill ist aber, du nimmst den Ice Rod, frierst den Green Guard ein und wirst ihn zweimal da mit dem Born Shanker. Das ist meine Lieblingsvariante, ihn zu töten. Für Swag-Punkte aber auch nur, ne? Wenn du keine andere gute Waffe hast, ist das sogar schneller als die Töpfe zu nehmen. Na gut. Also es hat sogar Nutzen, wenn man halt. Oh, danke, da sind sie. Oh, ja, aber es ist auch, hätte man so früh haben können und. Also genau, in so einem Competitive-Ding würde man jetzt sich wahrscheinlich kurz ärgern oder ja, man könnte vermuten, dass der andere es vielleicht so gemacht hat. Ja. Ich meine, es hat sich halt hier nicht so direkt angeboten. Man hätte es natürlich bei unserer Variante machen können, als wir uns den Handschuh und die Hammer oder den Handschuh abgeholt haben.
Und man hätte es tatsächlich auch, wenn man eben Hobo, wie du wie du es gemacht hast, ausgelassen hat am Anfang noch und dann erst ins Castle gegangen wäre, ja, hätte man das Ganze vielleicht so routen können, dass man die Boots gehabt hätte, bevor man den Hammer bekommt. Aber an sich würden die meisten wahrscheinlich schon den Hammer gehabt haben. Und dann ist es halt eben die Entscheidung, gehst du das Risiko ein und sagst, du riskierst, dass im Castle jetzt noch was liegt? Ne? Wobei du halt jetzt eben wirklich eine Menge an Optionen offen hattest. Oder du spielst es halt schnell, was vollkommen in Ordnung war, und es ist jetzt dann halt immer so ein bisschen Pech, dass es eben halt hier doch im Castle war. Ja, voll. Aber ich meine, wir müssen uns jetzt mal zugute halten, wir haben Hera geskippt und wir haben Skull Woods nie betreten und Firerod. Mhm. Also wir haben ein bisschen was eingespart. Ja, das stimmt. 16 Monate. Und wir haben Catfish nicht zu Ende gemacht. Mhm. Ja, ich guck gerade so, ja, das stimmt. Ja, trotzdem natürlich, ja gut, aber so ist es halt. Das kannst du halt nicht wissen. Würdest du jetzt laufen oder mit der Flöte zu Kakariko und dann zur Library? Das ist schneller, ne? Ja. Also generell, du hättest nicht mal Safe and Quit machen müssen aus Hyrule Castle, sondern mit der Flöte, oder Spiegeln, Flöte und nach Kakariko fliegen. Dann hätte sich die Frage gar nicht gestellt. Du hättest übrigens auch nicht nach rechts dashen müssen, du hättest da von der Flöte aus nach ganz unten dashen. Dann hättest du hier diese Blockade nicht gehabt. Dann wärst du hier links von links gekommen. Moment. Einfach ganz runter. Okay, ja, das ist simpel. Wenn du ganz unten bist, kannst du sogar noch an den Holzblock vorbeidashen. Und hier kann man hinter, ne? Das habe ich auch vor kurzem erst erfahren. Ist auch optimaler, wenn man da Ganze macht. Die Boots einfach angenehm, mein Gott. Diese scheiß Item. Es ist schon tatsächlich erstaunlich, wie sehr du es schaffst, immer das zu dodgen, wo sie nicht früh liegen. Ja. Also, ich meine, okay, es gab auch den einen schönen Seed in Paradox Cave, wo du halt einfach komplett sie hast ignoriert. Das man ja eigentlich nicht. Moment, wir sind ja jetzt im Go-Mode, ich brauche gar nichts. Brauchst gar nichts. Ja. Das ist natürlich auch super angenehm. Genau. Das ist ein Vorteil für Skull Woods, wenn du den Fire Rod finden kannst, bevor du danach hin musst. Das ist halt ein super schneller Dungeon. Was du jetzt mitnehmen musst, ist gleich hier einmal der Small Key. Mhm. Einen brauchst du, weil du zwei Small Key Türen öffnen musst und einen Small Key ist noch hinten bei der einen Mumie. Ja, diese eine Popo da. Der springt so blöd, dass man da nicht angenehm durchdashen kann, weswegen ich, gerade wenn ich da Boots durch oder mit Boots möchte, den Weg einmal rechts rum um den Schädel nehmen und oben lang dash. Ja. Da kann man einen garantierten Dash machen, ohne dass einer anspringt. Ist gerade auf Low Equipment, wenn ich keinen Schaden nehmen will, einfach finde ich auch schöner. Oder wenn ich keinen Schaden nehmen will und kein gutes Schwert habe, wo ich mit einem Shot gehen kann. Wo ich vielleicht keinen Stun habe, den ich benutzen kann, wobei der auch nicht so ganz einfach zu landen ist, so wie der Sprung. Ist halt schon ein sehr, sehr doofer Sprung, den er da macht. Ja, man kann ihn auch unten rum ausweichen, aber das ist halt nicht mit dem Dash. Es fühlt sich halt alles nicht an. Ich will ja jetzt irgendwie in die Mitte hauen. Jetzt sind da überall Stacheln, also ja. Ich glaube, ich habe. Manchmal weiß ich nicht genau, warum er doch kein Damage bekommt. Obwohl das für mich so aussehen müsste. Oder in meiner Welt wäre dann so, da müsste er doch eigentlich Damage bekommen. Komisch. Aber ich verstehe es einfach nicht. Es ist eine ziemlich blöde Mechanik. Ich glaube, wenn du ihn innerhalb von 10 Frames, nachdem du ihn mit dem Schwert triffst, in die Stacheln haust, nimmt er keinen Schaden, weil er dann überschrieben wird. Kann ich von hier flöten? Da müsste ich jetzt auch nachdenken. Ja. Ja. Ist das immer besser als Safe and Clear, weil ich voll bin? Allein das ist schon gut. Na gut, das wäre ich ja sonst auch, wenn ich Sanctuary Star.
Ja. Ja, und du hast halt immer mindestens einen extra Screenwechsel, auch in, wo du halt aus dem Haus oder aus der Höhle rausgehst und startest. Ja. Es ist schon immer besser zu spiegeln und zu flöten. So, wir haben ja noch keinen. Ne, wir brauchen den Big Key, ja. Genau. So, jetzt wäre halt ideal, auf der Torch. Der Big Key auf der Torch ist. Wenn nicht, dann müssen wir halt einmal kurz auf die rechte Seite und den holen. Aber dann kann auch nur ein kleiner sein, ne? Ja, logisch, damit wir rechts sehen können. Jo. Da ist der kleine, dann ist der Big Key rechts. Big Key kann hier nicht in der Big Chest liegen. Deswegen, wir haben die mittlere Truhe schon. Also ist er entweder vorne oder hinten rechts, das wissen wir nicht. Ja. Deswegen, hier ist es dann auch tatsächlich gut, auch wenn man das normale Kill-Setup macht für die beiden Gegner, erst die Truhe öffnen, bevor man den letzten tötet. Mhm. Man tötet hier den oberen, den unteren, macht die Truhe auf. Wenn es der Big Key ist, geht man ja, Mirror raus. Mhm. Weil, und wir brauchen ja nur noch einen Big Key. Mhm. Ups. Big Key in Ganon's Tower auf der Säule. Lol, was ist das für eine Wette? Die Chance ist halt ultra gigantisch klein. Aber ja, man kann auf jeden Fall 22. Punkte gewinnen. Es waren schon Leute nicht im Go-Mode, weil der Big Key auf der Torch lag. Man keine Boots hatte. Ah, hier will man wahrscheinlich auch, dass ich den Damage bekomme. Ist hier jetzt nervig, weil ich mit den Sword Beams wahrscheinlich hier auch. Ja, da hätte ich auch wieder Zeit gespart. Ja, für den Raum vielleicht. Aber wenn ich hier stehe, ist das auch das Richtige, oder? Um hier den. Ja, okay, das ist die richtige Entfernung. Entweder an den Töpfen aufgeleint oder wenn du so ein bisschen rechts noch an der Fackel stehst, sodass du an der lang dash, aber von der noch ein Stück nach links gedrückt wirst, dann wirst du auch automatisch auf den richtigen Pixel gepackt. Okay. Das ist eben dadurch, wie das Spiel so ein bisschen aufgebaut ist, auf diesem 4x4-Raster, wenn du es dir so vorstellst. Mhm. Wenn du irgendwo gegen dasht, aber nicht bombst, sondern halt daran vorbei dasht, das siehst du halt nicht unbedingt, aber du wirst erst Frame für Frame ganz nach links gesetzt, bevor du dich weiter bewegst. Dadurch stehst du halt optimal auf diesem Raster, um halt den Key-Dash zu machen. Ja. Deswegen kann man sich halt wunderbar an der Torch, ne, oder an dieser kleinen Fackel, auch in vielen anderen Räumen, ne, wo man Sachen findet, an Rails in Turtle Rock, kann man das wunderbar vor der Tür nach links, vor der Small Key Tür von über der Laser Bridge, wenn man von der Laser Bridge kommt. Unten, wenn man so ein bisschen an der unteren Rail vor der Tür lang dasht, dann kommt man da auch auf den Key Dash. Das kann man halt sehr oft im Spiel machen, eben für diese Key Dashes an vielen Positionen. Und ich sollte jetzt zu GT. Ups, Moment. Gehe ich. Ah, diese Steine. Gehe ich jetzt hier unten in die Dark World und dann nach oben nach links, ne? Also du gehst auf jeden Fall auf die rechte Seite. Du hast zwei Optionen. Einmal, wie du gerade gesagt hast, hier unten in die Dark World über Super Bunny Cave hoch. Was hier tatsächlich auch besser ist als sonst, da du Turtle Rock noch nicht geöffnet hast und das Portal aufmachen müsstest, was ein paar extra Sekunden kostet. Ansonsten, in Theorie, ist Turtle Rock eigentlich immer schneller, der Weg über Turtle Rock. Aber mit Quickswap, Hookshot, Mirror nicht mehr viel. Also sind 2-3 Sekunden Unterschied vielleicht und du hast keine Dead Rocks mehr auf diesem Weg hier. Die können dir oben auf dem Weg zum Turtle Rock Portal unangenehm auffallen. Oh, das hat sich hier gut angefühlt mit dem Hookshot und dem Quickswap zum Mirror. Genau, das geht halt, seit Quickswap erlaubt ist, ist es halt sehr schön, hat diesen Weg nochmal etwas schneller gemacht. Und deswegen ist er auch im Zeitvergleich eigentlich fast okay, ne? Auch wenn er vorher immer langsamer war, zu nehmen, weil du halt eben das Risiko mit den Dead Rocks hier nicht hast. Er ist nicht schneller als das Turtle Rock Portal. Ja. Gerade wenn das schon offen ist. Aber er ist halt nicht so viel langsamer, als dass es sich nicht einfach lohnen würde, nur um diesen Red Dead Rocks aus dem Weg gehen zu können. Und der Vorteil dieses Weges wäre auch, wenn du noch nicht in Super Bunny Cave warst, dass du nochmal zwei extra Checks auf dem Weg gratis mitnehmen könntest.
Ja. Das kann auch mal eine Rolle spielen. Gut, GT, jetzt welchen Weg man hier geht, gibt es jetzt nicht richtig oder falsch, ne? Präferenzsache, es haben alle Wege Vor- und Nachteile. Dass du hier in Hochroom anfängst, ist definitiv nicht unbedingt verkehrt. Es ist, wenn der Key hier im Hochroom liegt, der schnellste Weg. Und du verlierst nicht viel Zeit, wenn du nach rechts gehst und der hier vorne... Achtung, jetzt wette kurz, Leute. Oh, da liegt eine Schaufel. Ich habe kurz gedacht... Warum nehme ich die jetzt eigentlich mit? Ich weiß es nicht. Warum? Das hätte man aber nicht gebraucht. Wenn es ein Small Key ist, dann sollte man ihn für die Sicherheit vielleicht mitnehmen. Kann das dann hinterher angenehmer machen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, aber nötig wäre auch das nicht zwingend, glaube ich. Oh, nice. Hm, ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Nee. Ich habe wirklich, ich habe Butter Sword, ich habe Half Magic. Sonst hätte ich vielleicht jetzt die Truhen in dem Raum schon noch geöffnet, ne? Wenn genau, die... also ich persönlich, wenn ich keine Silvers habe und nur Tempered Sword, wird wahrscheinlich in den meisten Fällen die drei Truhen in dem Raum dann noch aufmachen. Einfach nur, falls da Silvers sind. Ah ja, Silvers, stimmt. Oh, ich Idiot. Ja, logisch. Ich hat... Mit Master Sword auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie sicher du dich fühlst für Silverless. Man kann schon sagen, okay, ist nicht so wahrscheinlich, dass die Silvers noch auftauchen. Was braucht man noch mehr? Gäbe sicherlich auch Races, wo ich einfach direkt nach dem Weg hier rausgegangen wäre. Aber ja, theoretisch für die Silvers hätte man da noch abmachen können. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich im GT inzwischen nicht mehr viel nach mehr schaut, sobald er tempert hat. Oh, okay, das war Quatsch. Okay, weil da der Schalter ist. Ist es generell okay, aufs Cape zu gehen? Ich habe nicht das Gefühl, es gibt eine sichere Variante. Ist es hier? Das lohnt sich doch eigentlich auch nicht so richtig, oder? Schon. Wenn du die Reservemagie hast, du kannst nicht normal durchdashen, wenn, dann musst du diesen Fall oben nehmen oder du musst halt einen NMG-spezifischen, sehr genauen Pixel treffen, sehr spezielles Setup haben. Kann man alles trainieren, aber in der Regel, gerade wenn du Half Magic hast, und noch eine Green Potion Reserve, weil jetzt hast du ja an sich, würdest du ja nicht die Silver System für Lenmo, würdest eher den Fire Rod benutzen. Du musst vielleicht so ein bisschen gucken mit deiner Magie, aber mit Half Magic an sich kann man das Cape da auch gut für nutzen. Mhm. Ja. Hast auch das Powder, das heißt an sich ist es gar nicht so schlimm, dass du jetzt hier nicht so viele Herzen hast, weil du kannst ja ganz oben nochmal in der Regel dich powdern. Es wäre halt ohne Powder vielleicht interessanter, dass du halt das Cape benutzt und eher versuchst. Magie zu sparen. Ja. Oder Leben zu sparen. Oh, ach so, nee, das macht natürlich jetzt nicht den doppelten Schaden und dann Insta-Rip, ne? Das wäre ja total doof. Dann, ja, logisch, dann würde man den Fire Rod nie benutzen, ja. Genau. Zwei Treffer auch mit dem Butter Sword Spin macht nicht mehr Damage, aber. Ja. Okay. Hier in dem Raum, wo du gerade durch bist, kannst du dir auch immer merken, unten rechts Magie, oben links Herz, oben rechts Pfeile, unten links Bombe. Je nachdem, was das du kann brauchst. Ich mir nicht merken. Magie unten rechts, Herz oben links. Ja. Falls du eins von beiden nochmal mitnehmen möchtest, findet sich da immer ein bisschen. Na, es ist nur kleiner Magie, aber nach Lambo ein extra Herz oben links, falls man zu wenig Leben hat, ein extra bisschen Magie unten rechts, falls man ein bisschen wenig Magie hat. Da passt das. Oh mein Gott. Es klappt nix. Mutig. Mutig bin ich. Reicht nicht. Doch, ich hätte ja auch noch einen Green Pot. Also so ist er nicht. Mit Half Magic reicht das tatsächlich. Du hast hier habe ich jetzt ein bisschen Schiss vor. Ich habe aber eine Fee, von daher ist es egal. Ja gut, hier oben, wenn du siehst, dass du zwei Keys hast, ist alles gut. Wenn du nur einen Key hast, brauchst du den Boah, das ist unnötig. Helmer. Ja, gut. Das war unnötig. Mit keinen Kerzen oder null Magic bei keiner Lampe, denke ich mal. Achso, weil man... Ja, man kann da festhängen, ne? Dann hast du...
Es geht um den Safety Room mit den Fairies ganz unten. Den nehme ich ganz selten mit Fake Powder. Fake Powder geht auch bei der Anti-Fairy. Also aber das geht auch, wenn ich das Puder habe? Ja. Ah. Das Ding ist dasselbe. Es ist halt nur, musst halt Kane benutzen, ne? Dann Fake Powder Bitch und. Ah, das war mir nicht klar. Deswegen ist das halt. Das heißt, man braucht ja eigentlich nie Magie fürs. Naja, doch, wenn man Magie hat, braucht man Magie. Ja, gut, wenn man Magie hat, dann braucht man nicht Fake Powder, dann kann man einfach powdern. Aber ne, wenn man nur den Pilz hat oder eben keine Magie mehr, dann kann man trotzdem den Refill machen. Ja, naja. Ups, so. Ja, komm, Silvers, sag ich euch. Schade. So, und hier ist es, wenn ich jetzt kurz unter dem nach links gucke, dann kann ich durch, genau. Ja. Wie geht's mit dem Fake Powder? Relativ simpel. Du hast keine Magic, nimmst den Kane, drückst also Use, also Y, und dann, ich denke, ist dasselbe Frame, ne, wo man es machen muss, oder ich weiß nicht, ob man ein paar Frames Zeit hat. Auf jeden Fall, ich mache es gleichzeitig, drücke Y und Start gleichzeitig, dann kommt hier Mimip. Und dann gehst du aufs Powder und dann kommt das Powder. Genau. Weil die sich wohl irgendwie denselben irgendein Slot teilen, was auch immer. Ja, also es ist ein bisschen. Ich kann es dir nicht genau mit der Funktionalität im Hintergrund sagen. Es geht darum, dass du versuchst, den Kane zu benutzen, aber keine Magie hast, aber ihm dieses Versuchen zu benutzen, wird sich gemerkt, du wechselst aber auch Powder. Das heißt, er versucht das Powder zu benutzen, aber die Magieabfrage ist schon weg. Ne? Deswegen benutzt er das Powder, auch wenn da der Pilz ist, weil der ja auf dem gleichen Slot ist wie das Powder. Irgendwie so. Nur es braucht halt eben dieses keine Magie, dass eben nicht dieser Block gelegt wird. Er muss es sich halt merken, Moment, du hast versucht zu benutzen, aber zu wenig Magie gehabt. Also muss ich das geht nicht Symbol machen. Das sind ja alles Sachen, die nur in der Vanilla-Version auch funktionieren. Das darf man nicht vergessen, ne? Also das sind ja alles, diese ganzen, also die meisten Glitches waren ja so damals bei uns gar nicht möglich auf dem Modul, das wir hier so hatten. Ja, also es gab da auf jeden Fall so ein paar gepatchte Sachen auch. Ja. Und von Powder auf Sumaria wechseln bringt halt nichts, weil wenn du versuchst, das Powder zu benutzen, dann legt er dir vielleicht einen Sumaria-Block, aber das macht ja nicht das Powder. Ich weiß nicht mal, ob das so rumgehen würde. Ich glaube, dann legt er dann auch keinen Block. Das muss schon Sumaria benutzen. Im nächsten Frame Menü öffnen, auf Pilz oder Powder wechseln und dann benutzt das ohne Magie. Und dumm. Ich hätte lieber einen Hit. Ich hasse diese Sword Beams irgendwie. Ja. Nicht nur du. Die sind tatsächlich. So. Nerven. Der Sound ist auch schon scheiße. Ja. Okay. Hier auch tatsächlich kannst du vor dem letzten Port, nachdem du den Schlag landest, versuchen, einen Spin aufzuladen und direkt einen. Ja, okay, ist schon zu spät. Aber wenn direkt nach dem letzten Slash. Okay, Silver ist ein Hero. Interessant. Aber es gibt halt einen Early Spin für den Silverless Fight. Ja. Das Timing ist relativ präzise, aber wenn du halt eben den Spin direkt nach dem letzten Slash auflädst, dann hast du gerade genug Zeit, um den Spin aufzuladen und loszulassen, bevor diese Textbox kommt. Ne, oder die Textbox kommt, und dann lässt du los und dann triffst du Ganon immer noch mit dem Spin. Direkt mit dem Silverless, bevor der Fight überhaupt losgeht und er zählt. Ah, okay. Also das heißt, man kann einen Early Silverless Spin anbringen. Okay, interessant. Hier, das habe ich jetzt schon, ich habe mir das auch, ich möchte hier ja im besten Fall 3 Spins hinkriegen. Und das geht nur mit dem Fire Rod in der Regel, oder? Es geht in Theorie mit der Lampe, aber es ist wesentlich leichter mit dem Fire Rod, weil du musst die Torch in einem Moment, ne, oder entzünden, wenn Ganon mehr oder weniger gerade aufgetaucht ist, unten an seinem Platz, um die Fire Rod zu schießen. Ja. Ne, und wenn du ihn dabei unterbrichst, dann, oder quasi dabei unterbrichst, dann bleibt er da unten noch ein bisschen stehen nach dem Auftauchen, aber gibt dir halt Zeit, um den Spin anzubringen.
Das heißt, ich muss schon warten, bis er an seiner letztendlichen Position ist. Ja. Wenn du es ein bisschen vorher machst, dann versucht er seine Firebat zu schießen und du verpasst den Moment, wo du einen Silverless Spin anbringen kannst. Okay. Ja, das war ein bisschen spät, weil jetzt portet er sich sehr schnell weg. Okay. Ja gut, das will ich jetzt ein, zwei Mal machen. Das ist... Genau. Weil so ein normaler Ganon-Fight jetzt Silverless geht. Okay, da ist es sehr ungünstig, das war zu früh, aber ja. Wenn er sich da halt schon weit rüber bewegt... Okay, ich mache jetzt gar keine Spins hier. Also... Da war gut. Und dann hätte ich hier treffen können, theoretisch, ja. Ja, da ist wahrscheinlich... Er war jetzt halt schon wieder sehr weit drüben, deswegen hast du das Fenster wieder gerade eben verpasst. Ja, da ist wahrscheinlich Audio-Cue gar nicht so schlecht, oder? Ja, guck mal, da war einer. Ja, dann kriege ich nämlich hier 3 raus. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Genau. Es spart auf jeden Fall Magie. Und wenn man es halt nacheinander machen kann, spart sogar Zeit. Ja, das ist ja mega. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Nö, man muss nur einmal wissen, wie genau es funktioniert eigentlich so. Und dann. Man muss einmal das Gefühl fürs Timing bekommen, die Position muss bestimmen. Der war auch. Oh, der war shit, ja. Da hast du es gesehen, da wollte gerne in die Firebat schießen, dann stunst du ihn. Okay, wir üben es nochmal, ja. Gut. Ah, das ist cool, okay. Ja, da ist das Audio-Ding wahrscheinlich gar nicht schlecht. Weil er ist ja sowieso in seinen letzten Frames quasi gar nicht zu sehen. Also hast du ja eh keinen Anhaltspunkt. Ich finde es mit dem Audio gar nicht so schlecht. Okay. Nö. Durch. GG. GG, ja. Crazy. Crazy, crazy. Also es war natürlich jetzt ein sehr dankbarer Seed, ne? Da gab es jetzt keine großen Hürden. Das ging alles so cool linear. Ja, routing-technisch auf jeden Fall war es an sich ein sehr angenehmer Seed mit einem sehr unglücklichen Boots-Placement für die Entscheidung, die wir dann getroffen haben nach Dark World Aces. Ja. Es hätte ein sehr schneller Seed sein können, wenn wir gesagt hätten, okay, wir gehen noch kurz das Castle durchmachen. Ne? Wobei wir da halt entschieden haben, okay, wir machen nur kurz schnell Backoff Escape und lassen die Front liegen. Man hätte es halt auch andersrum spielen können, Front reingehen und dann, oder Front reingehen, nur links machen, Dark Cross auslassen, wir hätten den Schlüssel ja gesehen. Und dann, genau. Weil wir die Karte nicht gefunden haben, ins Back gehen, sehen, okay, wir haben die Karte und können von da zu Dark Cross, dann hätte man die Boots früh haben können. Wäre möglich gewesen. Ja. Aber wir haben halt gesagt, okay, ja. Hyrule Castle, ne, wir können jetzt kurz die schnellen Checks in Backoff Escape machen und wir haben so viel offen. Vertretbares ja. Risiko hat man leider. Ja, verstehe. Ja, abgefahren. Noch ein Seed steht im Chat. Ja, eigentlich würde ich das... Eigentlich war das ursprünglich der Plan, dass wir ein Seed gemeinsam machen und dann mache ich ein Seed nochmal so zum Üben. Also macht ja immer Sinn. Das war eigentlich der Plan. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, das hat zwar jetzt... Obwohl, wir haben jetzt schon 19 Uhr, aber ich würde es machen, ja. Weil ich will jetzt, bin heiß. Ich will jetzt nochmal einen Ernsten machen. Ja. Ja, vielleicht ist es ja mal ausnahmsweise ein schneller Seed. Kann ja auch mal vorkommen. Ja. Ja, aber es sind auf jeden Fall wieder viele, viele Sachen. Und ich glaube, das ist allein, dass wenn man jetzt bei der einen oder anderen Entscheidung mal jemanden im Voice hat und darüber redet, bleibt das auch besser im Kopf, als wenn man dann kurz mal so im Chat das liest und dann steht das, dann steht da, das ist des und deswegen halt schneller. Und dann, das ist halt, ja, das war so auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr gut und sehr lehrreich. Und ich glaube, die ein oder anderen Sachen sind hängen geblieben. Ja, und es gibt halt einfach so extrem viel, worüber man sprechen könnte und so viele Optionen, die man kann man halt im Chat einfach gar nicht innerhalb der Zeit, wo sie relevant sind, alle erörtern. Ja. Weil wir hatten das ja gerade am Berg da mit der Entscheidung, geht man oben übers Tablet, ne, geht man jetzt auf die rechte Seite mit dem Hookshot. Da hatten wir ja drei Spieler mit drei verschiedenen Meinungen, ne, die alle gleich valide sind, ne, und alle ihre Vorteile und Nachteile haben. Und das kann man halt alles nicht innerhalb von 10 Sekunden mal kurz in zwei Sätze im Chat zusammenfassen. Nee, natürlich. Ja. Von daher. Oh, war doch gut soweit. Wie gesagt, bisschen schade, dass es halt auch teilweise nicht so viele Sachen gab, über die man hätte sprechen können und so ein paar Sachen halt auch eventuell zu kurz gekommen sind mit manchen Sachen. Aber es waren so ein paar Dinge doch dabei, wo man halt wirklich, auch gerade jetzt tatsächlich Dark World, die Entscheidung, die man hatte und warum man vielleicht wohin geht. Ja. Da kann man jetzt halt noch sehr viel aus drüber reden. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel nicht sofort Swamp und Potter hätten machen können. Ob man jetzt nach Hype Cave vielleicht
nur kurz die Mids holt, von dem wir ja wussten. Ja? Und dann eben nach Village of Outcast geht, weil wir sehen, okay, ist ein Crystal, wir können die Smith-Chain runter zu Desert alles routen, ne, und da schon mal alles mitnehmen. Ja. So hat man halt andere Optionen, falls man jetzt noch keinen Bogen für Pott gehabt hätte, dass man das halt vielleicht ein bisschen aufschiebt und guckt, ob man erst einen Bogen findet, bevor man hingeht. Geht man vielleicht doch schon früher hin, weil wir die Lampe haben, wir haben eine Bottle, das heißt, wir können mit einem Potion Camera Unlock die rechte Seite ganz einfach ne, ach, das müsste ich auch mal machen. Aber das ist ja auch eigentlich super easy, ne? Ja. Es ist tatsächlich nur, du sprengst die Wand auf, dann gehst du ein Stück zurück in den Gang, fängst an nach links zu gehen, trinkst während des Gehens nach links eine Potion, hörst die auf, nach links zu gehen, bis du nach oben gehen kannst. Und das war's. Und gehst dann in den Raum. Du darfst nur keinen Rechtsinput haben und du darfst nicht zu weit nach links gehen dabei. Es klingt auch wieder sehr kompliziert gerade in dem Satz, ist aber wirklich sehr einfach. Es ist eigentlich nur eine flüssige Bewegung. Ja. Eben nach links gehen, eine Potion trinken, dann nach oben. Wie weit muss ich nach rechts zurück? Nach dem Aufspringen? Die Kamera muss sich nach links bewegen können und sich nicht links blocken. Also du darfst nicht weitergehen als der Eingang ist. Die Kamera muss sich aber vorher bewegen. Also zur Sicherheit kannst du ungefähr in die Hälfte des Ganges zurück. Das ist meistens schon zu weit, aber gibt dir halt genügend Zeit, um die Potion rechtzeitig zu trinken und trotzdem nicht schnell nach oben drücken zu müssen. Ja. Aber du musst eigentlich nicht weit. Aber das könnte halt, ne, würde halt Optionen für Port ohne Bogen noch öffnen. Wenn man Eastern jetzt noch nicht gemacht hätte, wäre das halt vielleicht eine Überlegung, dass man da halt früher hingeht, wenn man halt zum Beispiel auch Pen in Thieves Town hat, aber halt eine Lampe und ein Port eben auch ohne Bogen als Lurik sein kann. Es gibt so viele Optionen. Ja. Und wir haben jetzt viel über Routing gesprochen. Also ich habe da auch 2000 Sachen gesehen, wo du halt einfach noch Optimierungen auch im Movement und so noch haben könntest, die wir alle gar nicht angerissen haben. Also es gibt noch so viel mehr, wo man drüber sprechen könnte, wenn man wollte. Ja, locker. Also man sieht hier, sieht man auch, dass das hier, ich habe nur 139 Checks gemacht, das habe ich noch nie so wenig. Weil das jetzt einfach aufs Wesentliche irgendwie, ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Ich hab einfach die unnötigen Dinge nicht gemacht. Genau, wir haben Turtle Rock nie betreten, wir haben in Skalwoods genau eine von 8 Truhen mitgenommen. Das sind schon mal, was sind das, TR12, das sind 19 gut, Checks, GT die war auch sehr schnell. GT war schnell, da sind 20 Checks, die rausfallen. Ne, und das sind schon mal alle von den 216 schon mal 40 Sachen, die einfach weg sind. Ja, naja, klar. Die wir nicht gemacht haben. Ja. Wir haben Hera 6 Truhen ausgelassen, sowie Bombusteile. Ja gut, das hätten wir sowieso, na doch, das hätten wir mitgenommen. Also das sind auch mal 7. Spy Cave nicht gemacht. Wir haben Ice Palace nie betreten. Ja. Auch das sind nochmal 8 Items, die komplett wegfallen. Ja, stimmt. Also da kam schon eine Menge zusammen und wir haben tatsächlich den Seed eigentlich schon recht schön gespielt. Und haben ein bisschen was auslassen können. Und, ja. Gut. Wo dann immer noch Zeit liegt, ist natürlich an Execution. Du sagst ja so viel Kleinigkeiten, so wurde dann. Und wenn du mal da schiebst, du einmal weniger und so, das sind natürlich so Sachen, die kommen mit der Zeit. Oder genau. Boss-Threads und so, das ist natürlich auch nochmal was, wo immer irgendwie ein bisschen Zeit liegt. Wir haben uns zwischendurch mal einige Minuten Zeit genommen, um mal ein paar über Optionen durchzusprechen. Das hat man ja normalerweise auch nicht. Also das hätte durchaus auch mit diesen späten Boots und Seed um die 1,35 werden können bei dir, vielleicht 1,40. Ja. Das auf jeden Fall. Also es war schon wieder sehr full geklärt für das, was wir gemacht haben, aber trotzdem sehr effizient. Also es war auf jeden Fall schon wieder gut Zeit und Ja, stark.